So, einen wunderschönen guten Abend, Leute. Wir machen heute wieder weiter in My Team F123. Moin Marco, moin Manfred, moin Phil, Silver und John und Lenny. Grüße gehen raus schon mal. Habt ihr Bock? Wir machen heute Australien steht, glaube ich, an. Australien und je nachdem, wie es läuft, machen wir danach direkt noch den nächsten Grand Prix. So. Jetzt sind wir da. Wir sind direkt am Start in der Abteilung. Moin, Oliver. So. Leute, wir haben beim letzten Rennen, wer es nicht gesehen hat, wer die ersten beiden Rennen nicht gesehen hat, schauen wir kurz nochmal auf die Saisonergebnisse. Machen wir, glaube ich, immer jetzt am Anfang des Streams einfach. Also, wir haben beim ersten Rennen Bahrain 18. Platz. Zweites Rennen Saudi-Arabien auch 18. Platz. Dennis Hauger war im ersten Rennen 20. Zweites Rennen Saudi-Arabien 21. in Jeddah. Heute steht Australien an, dann vielleicht Miami, je nachdem, wie gut wir durchkommen. Ob wir vielleicht direkt in Australien direkt schon den ersten Motorschaden kriegen, mal schauen. Und Fotografie Ramscheid, moin, Ojan, hi. Und je nachdem machen wir das wahrscheinlich abhängig, ob wir heute zwei oder ein Rennen fahren. Wir fahren ja, wie gesagt, 50% Rennen. Und genau, als allererstes müssen wir jetzt immer schauen, was wir von einem Zweitsponsor nehmen. Das werden wir als allererstes, glaube ich, machen. Wo haben wir denn den Zweitsponsor bei Firma? Wir haben den Sponsoring hier. Jemand Vorschläge, was wir als Zweitsponsor nehmen für diese Karriere? Also, wir haben zur Auswahl Alcanis Energy Echo. Betragsdauer 91 Tage, wöchentliches Einkommen, Zielbonus. Ich muss kurz den Zielbonus, ich sehe den hier nicht, wenn der Chat hier liegt. Ah, hier oben, genau, hier oben. Wöchentliches Ziel, schließe an einem Rennwochenende alle Trainingsprogramme ab. Das machen wir wahrscheinlich eher nicht, die werden wir wahrscheinlich eher skippen. Fünf verschiedene Fahrer überholen, das können wir, das kriegen wir hin. Was zahlt uns der Sponsor? 69.000, Zielbonus 105 Tage. Oder schließe bei einem Rennen mindestens unter den besten 10 ab. Das könnten wir theoretisch auch schaffen. Wöchentliches Einkommen 85.000, Zielbonus 120.000. Das ist jetzt eine gute Frage, Zweitsponsor. Oder Highland. Highland hat auch ein gutes Logo. Auch richtig, richtig nice. Weiß jemand, ob der Community, ob der Kanada Grand Prix wie geplant am Wochenende stattfindet? Ich meine schon, ich habe nichts anderes gehört. Hab nichts anderes gehört. Schließe ein Rennen ohne Ausfälle im Team ab. Ich würde jetzt einfach mal für. Verdiene einen Konstrukteursmeisterschaftspunkt an einem Wochenende. Ich weiß nicht, was realistisch ist. Überhole bei einem Rennen fünf verschiedene Fahrer. Das ist auf jeden Fall machbar. 101.000. Was haben wir hier unten noch? Schließe bei einem Rennen mindestens unter den besten 14 ab. Das kriegen wir auch hin. Aber mir gefällt das Logo nicht so. Loopy, das Logo gefällt mir auch nicht so. Ich will irgendwas Schönes aufs Auto draufpappen. Qualifying-Ergebnis mindestens 15. Also, wisst ihr was? Wir machen da jetzt nicht so lange rum. Struggler, moin. Wir nehmen, glaube ich, den hier. Überhole bei einem Rennen fünf verschiedene Fahrer. Ich glaube, das kriegen wir hin. Es ist, glaube ich, ganz gut bezahlt. Den nehmen wir. Den packen wir rein. Den nehmen wir direkt mit rein. Dann werden wir kurz die F&E. Ne, F&E machen wir gleich. Aktivitäten haben wir noch. Das werden wir einfach wieder belegen lassen. Sponsoren-Event, Aufnahmen. Cash minus 5.000. Mal gucken, wie schnell wir pleite sind. Plus Cash kriegen wir hier bei Sponsorenwerbung. Ja, perfekt. Das ist perfekt aufgeteilt. Pirelli Hot Lap machen wir wie immer nicht. Moin Florian und John und Karl. Ja, wir sind zweitschlechtestes Team nach den zwei Rennen, wie immer. Immer noch. So, jetzt F&E. Gehen wir noch kurz rein. Da gucken wir 1600 Punkte.
ausgelastet. Abteilung ausgelastet. Zündkerze. Wir müssen auf jeden Fall in den Antrieb irgendwo investieren. Oder wir sparen die Punkte. Theoretisch könnten wir noch bei den Einrichtungen schauen. Wir brauchen Upgrades bei der Strapazierfähigkeit, glaube ich. Aber wir können uns nichts leisten. 1,55 Millionen. Defektwahrscheinlichkeit. Triebwerk, das ist gut. Das machen wir, das kaufen wir. Das kaufen wir, dann haben wir kaum mehr Geld. Aber völlig egal. Wir spulen weiter. Triebwerk-Upgrade kommt. Wir machen unsere ganzen Aktivitäten. Wir kriegen noch mal ordentlich Ressourcenpunkte. Ich schätze mal, dass wir die Ressourcenpunkte jetzt gleich vorm großen Preis. Wir sind jetzt in der Lage, einen neuen Sponsoren für das Team zu gewinnen. Geh zum Firmentab und öffne den Sponsorenbildschirm, um zu entscheiden, wen wir kontaktieren. Direkt gescheitert. Direkt das Upgrade gescheitert, das erste. Welches Upgrade war das? Das hier. Getriebe, das müssen wir neu entwickeln. Und die Abteilung ist ausgelassen. Wir sparen die Punkte erstmal. Ich glaube, wir sparen die erstmal. Danke für den Stream. Gestern super, heute sicherlich auch. Mal schauen, wie gut wir abschneiden heute. Schauen wir mal, wie es läuft. Also wir haben halt schon 27% Abnutzung insgesamt. Ah, warte. Getriebe. Oh ja. Getriebe 33%. Motor ist bisher am meisten. Oh Junge, Verbrennungsmotor ist schon bei 43. Mal schauen, ob der durchhält, sonst müssen wir da eine neue Komponente nehmen. Wir spulen es einfach mal weiter. Diese Woche ein schwerwiegendes Problem bei der Hälfte. Ja, das haben wir gemacht. Alle Entwicklungen sind fehlgeschlagen. Kollege. Du musst alle Neuentwicklungen über das haben wir gemacht. Bildschirm in Auftrag geben. Ruhe jetzt. Wir gehen rein zum Brennwochenende. Wir fahren KI-Stufe 95. Muss ich vielleicht noch in Chat oben reinpacken. Werde ich gleich machen. Training 1 und 2 werden wir simulieren. Und dann gehen wir direkt zum Qualifying. Ich muss kurz Training 3 machen wir kurz. Das werde ich mal kurz nutzen, um ein Setup zu bauen. So, wir machen Rennstrategie. 95, genau. Ich schreibe es kurz in Chat rein. Ich schaffe es 95. Ich pinne das kurz an, dann weiß das jeder. Okay, wir machen das kurz durch. Ohne Problems. Und dann werden wir ein Setup bauen, Leute. Für Australien. So. Perfekt. Benzinmanagement machen wir nicht. Wir simulieren Qualifying Tempo, haben wir keine Zeit mehr für. Wir gehen kurz Training 2 werden wir durchsimulieren. Und dann werden wir Training 3 kurz ein Setup machen, dass wir im Qualifying ganz gut dastehen. Und dann geht es in den 50% Rennen. Weil auf Regen habe ich echt nicht so Bock. 29 Runden soll aber im Rennen eigentlich gut Wetter sein. Getriebe, besseres Material ist gescheitert, haben wir wieder gemacht. Zum schnellen Training. Hauen wir nochmal durch. Qualifying-Tempo. Und dann geht's los. Okay. So, wie viel haben wir jetzt? 5 von 5. Wir brauchen 5 von 5. Komm, gib mir 5 von 5. Auf geht's. Nicht so viel Zeit verplempern hier. 5 von 5, jawohl. Wir machen Benzinmanagement, machen wir ein Training kurz. Jawohl, super. Training 3, let's go. Moin, Wolf. Und Florian. Training 3. Das erste Mal Australien, überhaupt. Mal schauen, wie sich die Strecke so fährt. Wir werden ein bisschen Setup basteln zur Strecke. Auf geht's. Ich denke... Ich bin mir gar nicht sicher, was wir für ein Setup brauchen insgesamt. Ob es ein Highspeed-Setup wird, aber wahrscheinlich eher schon. Wir gucken. Fahrzeug. Autoeinstellung.
Ein bisschen weniger Sprit. Ein bisschen mehr Flügel brauchen wir. Setup mache ich wahrscheinlich auch noch ein Tutorial vielleicht, wenn ich mal irgendwann raus habe, wie es funktioniert, was so die besten Einstellungen sind. So, hier müssen wir ein bisschen weiter runter gehen. Hier müssen wir ein bisschen weiter hoch. Vordere Radaufhänger müssen wir auf jeden Fall. Müssen wir ein bisschen runterdrehen. Und genau das hier auch. So. Bremsen müssen wir auf 57 machen. Und dann fahren wir mal raus zum ersten. Genau, Trainingsprogramm machen wir. Eins machen wir. Dass wir wenigstens eins gemacht haben. Wir fahren raus. Let's go. Rausfahren. Let's get a few laps under our belt. Also kurzes Qualifying haben wir danach. Muss man KI höher stellen, ist eher ein bisschen schwerer gefühlt. Also ich glaube, es ist relativ ähnlich. So, bedeckt. Also wir sind jetzt auf 95. Ich glaube, die letzten Jahre habe ich auch immer mit 95 angefangen. Also von der KI-Stufe her. Mir gefällt das Spiel fast besser, wenn es bewölkt ist. Dann sind die Spiegelungen realistischer irgendwie, wie wenn es so richtig, wenn die Sonne drauf ballert. Der Day One Patch ist schon da. Der wurde schon gemacht. Es gibt bestimmt am Freitag, also morgen nochmal ein Patch eventuell. Aber ich glaube, es kamen schon zwei insgesamt. Also am 13. kam einer und ich glaube gestern kam auch nochmal ein Update. Aber korrigiert mich gern, wenn das nicht stimmt. Stört euch eigentlich die Anzeige mitten im Bild? Also mitten auf dem Lenkrad? Ich habe schon ein paar Kommentare gehört, dass es irgendwie das Lenkrad zu arg verdeckt. Mir gefällt es aber auch nicht ganz gut. VR-Support gibt es auf PC. So, schauen wir uns kurz, wie sich das Auto fahren lässt. Ob wir ein bisschen mehr Frontflügel vielleicht brauchen. Oder ob es schon reicht. Oh. Bisschen unberechenbar ist es noch. Nach rechts verschieben. Wir können das mal kurz probieren vielleicht. Wir können das mal probieren, wie es aussieht. Aber ich habe so die Befürchtung, dass es nicht gut aussieht. Wenn es rechts ist, das Ding. Ich fand das die letzten Jahre richtig nice, dass es nicht so gebogen war, diese Anzeige. Jetzt, wo die Anzeige gebogen ist, kann ich mir vorstellen, dass es dann nicht gut aussieht. Wir probieren das gleich aus. Ja, Pace ist ganz gut. Und Zielmanagement war auch top. Supi. Was? Schlechtes Treibstoffmanagement. What? Moment. Zurück in die Garage. Ich dachte, war alles im grünen Bereich. Drei von fünf. So, wir gehen kurz nochmal auf die Strecke. Ich passe mal kurz das OSD mal noch an. Dann können wir kurz schauen, wie das aussieht, wenn es rechts liegt. So, und zwar Einstellung, Bildschirmanzeige, OSD-Anpassung. So, wir haben das hier. Wo wollt ihr es haben? Hier hin. Dann überlagert das. Also so richtig auf ein Dingens drauf, auf den Rückspiegel drauf.
Boah, das sieht doch komisch aus, oder? Ich feiere das irgendwie nicht so. Mal schauen, vielleicht lasse ich es mal. Ich lasse es, glaube ich, erstmal in der Mitte. Lassen wir mal für heute erstmal in der Mitte. Ich werde da noch ein bisschen rumprobiert. Vielleicht kann man es auch irgendwo da oben hinlegen. Aber da finde ich es irgendwie auch nicht schön. Hier rechts sieht es komplett komisch aus. Knapp unter das Halo. Aber dann verdeckt das ja auch das Auto. Also, ich finde es eigentlich nicht so schlimm, dass es das Lenkrad verdeckt, ehrlich gesagt. Ich finde es irgendwie unschön, wenn das das Auto verdeckt. Also, hier stört es mich nicht. Hier sehe ich es noch. Und auf dem Helm sehe ich es halt nicht mehr. Also, wenn dann hier oder rechts. Aber ich glaube, wir lassen es erstmal, Leute, wir lassen das erstmal heute so. Ich werde mal für die nächsten Videos dann gucken, ob wir es vielleicht nach rechts legen. So, aber wir gehen jetzt direkt rein ins Qualifying. Wir haben eigentlich alle Trainings gemacht direkt und wir verlieren keine Zeit. Eventuell schaffen wir heute ja zwei Rennen. So, 3 Punkte von 5 ist okay für Benzin. Ah, im Halo, ich mag das gar nicht, wenn das die Anzeige, das Auto irgendwie touchiert. Oh, es geht hier ab. Gerade was, wie hat er den geparkt? Hätten die KI nicht parken lassen sollen. Max Verstappen fährt da voll rein. Hoffentlich keine Strafe jetzt. Die Session ist jetzt abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Jawohl. Sascha. Darfst nachher wieder reden, Sascha. Kameraeinstellung, kommt noch ein Video. Bin ich gerade noch dabei? Ich habe noch nicht alle fix fertig. Ich bin gerade noch so ein bisschen am Hin und Her probieren. Das mit den Gängen und am Spiegel. Was mit Jeff über die Telemetrie? Ich werde da, glaube ich, noch ein bisschen rumprobieren. Ich habe auf jeden Fall ein Video schon gemacht zu OSD-Anzeige generell verschieben und so. Aber ich muss mal gucken, wie ich es dann für die Ligarennen handhabe. Aber es stimmt schon, wenn es rechts ist, sehe ich es wahrscheinlich selber auch besser. Wir haben 2000 Ressourcenpunkte, Leute. Wir können vielleicht kurz mal kurz auf den Motor schauen. Was haben wir da? Abnutzung 54%. Kommen wir da durch mit dem Motor? 54% Abnutzung. 26. Oh, MGU. MGU ist schon bei 46%. Schaffen wir das Rennen noch, oder? Mit den Teilen. Ich will eigentlich noch nicht umbauen. Getriebe sollte eigentlich auch noch passen. Dass morgen ein Update kommt. Also, wir machen kurz auf jeden Fall, was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist kurzes nächste Upgrade. Ah, die Abteilung, die ist ausgelastet. Da können wir nichts machen. Oh, das können wir machen. Zündkerze. 29%. Hauen wir rein. Chassis. Genau, das dürfen wir nicht machen. Wir können vielleicht noch. Nee. Wenn dann Strapazierfähigkeit. Aber da haben wir, glaube ich, nichts freigeschalten. Nee. Alles gemacht. Wir haben 2000 Punkte, die sind jetzt halt übrig. Die sparen wir. Wir sparen richtig Punkte an. Also ich finde in Mitte klar besser. Ja, okay. Ja, finde ich eigentlich auch. Ich finde es nur über dem Auto irgendwie oder auf dem Auto drauf komisch. Okay, Aerodynamik 1, Chassis 1, Strapazierfähigkeit 4, Antrieb 4, passt. Schau mal diese Baby Steps an. Was machen wir jetzt für Baby Steps? Haas ist besser im Moment. Nur Alpha Tauri ist eigentlich schlechter. McLaren ist da eigentlich noch ein Stück zu gut. Und Alfa Romeo, alles sehr nah beieinander. Okay, wir gehen zum Qualifying. Sonst sieht man Bremsbalance. Nimmer. Ja. Ja, mal gucken. Vielleicht ändere ich es nochmal, aber. Wir gehen zum Qualifying Day. Let's go. In Schwarz, Rot, Gold. Okay, wir werden jetzt mal die Runde fahren mit dem Setup, das ich bisher eingestellt habe. Und fahren mal raus. All set, we're ready to go. So let's get the car out onto the track. Auf geht's. Wir werden auf jeden Fall 3 Runden brauchen. 3 schnelle Runden versuchen. Norris, der wird überholt. Mein Commander.
Auto hält ganz gut auf der Strecke. Haben wir, denke ich, ganz gut getroffen. Also, Parkvermehrregeln sind aus. Das heißt, wir können das Setup eigentlich auch noch umändern. Wenn irgendwas noch nicht passen sollte, dann ist es in der ersten Runde, können wir noch anpassen. Warum auch zum ersten Motorschaden? Weil der Motor richtig krass abgenutzt ist. Und wir den nicht tauschen für dieses Rennen. Der ist jetzt bei 54%. Sollte er noch durchhalten eigentlich. Also nach zwei Rennen 54%. Müssen wir uns wahrscheinlich in Miami dann tauschen. So, Norris lassen wir durch. Die Ferrari können wir jetzt nicht mehr durchlassen. Let's go. Direkt schon mal ein bisschen arg spät, die erste Kurve. Boah, das Auto will noch gar nicht um die Kurven gehen. Aber Hauptsache jetzt erstmal eine Runde den Ballon. Eventuell vielleicht noch das Differential ein bisschen verstellen. Nein, Sainz! Nein! Ja, brauch ein bisschen mehr Flügel vorne. Was macht denn der Sainz? Lass uns in Ruhe. So, eine richtig schlechte Zeit. Richtig, richtig schlecht. Lance Stroll 1.19 ist der gefahren. Oh, doch, gar nicht so schlecht. Besser als der Freeze. Besser als der Freeze. Mal gucken. Wir gehen auf jeden Fall Flügel noch höher. So, moin Chris. 8. Platz. Krass, was geht ab? Was geht denn ab? So, wir müssen hier deutlich höher gehen. Krass. Auf 30 oder so. Und dann gehen wir Differential ein bisschen hoch. So ist, glaube ich, gut. Perfekt. Und wir fahren gleich nochmal raus. Kamerasettings werde ich noch teilen. Da gibt es dann noch ein Video bald. Nur Geduld. Die nächsten Tage kommt es. Macht es MyTeam einfach nicht mehr in die Entwicklung, voll auf Tempo zu gehen. Oh, ich weiß es nicht. Also mich nervt es halt, wenn ständig am Anfang der Saison irgendwie die Komponenten kaputt gehen. Das nervt mich eigentlich mehr, als dass das Auto so lahm ist. Ich glaube, mit dem langsamen Auto kann man klarkommen. Wenn ein paar Ausfälle sind oder so, kommt man immer ganz gut vor. Ja, startest zwar von hinten und hast dann viele Komponenten für später. Ja, gute Frage. Was haben wir jetzt gerade gekauft? Wir haben Strapazierfähigkeit gekauft. Beziehungsweise Ausfallwahrscheinlichkeit ist verringert worden. Das ist schon wichtig. Weil sonst können wir die ganzen Ressourcenpunkte, weil wir halt eh nicht die Ressourcenpunkte kriegen, wenn wir die ganzen Trainings halt simulieren, oder die meisten Trainings simulieren, bekommt man halt dann zu wenig. Und wenn dann halt zu viel schief geht bei der Entwicklung, dann ist es ein Problem, dann hast du echt ein Problem. Deswegen ist das, glaube ich, ganz, ganz gut so. Also es hat zumindest in den letzten Karrieren, in den letzten MIT-Karrieren so ganz gut funktioniert. Besser. Oh, wie viel Zeit da lag.
Auf geht's. Vollgas geht's drüber über den Körper. Es ist so geil. Wenn man einfach so wieder voll drüber heizen darf. Ist richtig angenehm. Let's go. Der ist auf 2/10. Ein bisschen was kriegen wir auf jeden Fall. Komm, wenn die Runde jetzt klappt. Moin, Brandy. Wenn die Runde treffen, dann ist es eine deutlich bessere Zeit. Jawohl, 4/10. Und Thomas ist auch wieder am Start. Grüß dich. Jawohl, 4/10. Come on, boy. Oh, war die clean, die Runde, Mann. Oh, wie clean. Das Setup passt. Das Setup ist super. Super krass. What the f... Wir sind gerade auf P8 gelandet. Was zum Geier. Wie krank war die Runde, bitte? Die hat richtig richtig reingehauen, ey. Das war ja mal. Ocon 7. Perez. Das sind nur 2/10 auf Perez. Krass, Alter. Australien wird gut. Dennis Hauger 1,20. Warte mal. Dennis Hauger 1,20. 19,1. Das ist fast eine Sekunde. Aber eine Sekunde hinter der Spitze. Was hatten wir die ersten beiden Rennen? Ungefähr 2 Sekunden auf die Spitze. Gucci, moin. Logan Sargeant auf dem letzten Platz. Wir geben noch einen Schuss. Wir spulen kurz vor bis zum letzten Moment. So, jetzt fahren wir nochmal raus. Wir hauen nochmal die Softreifen drauf. Die letzten Soft, die wir haben. Und dann geht's los. Endlich mal wieder Zeit, live zu schauen. Sehr gut. Schmutzig war auch seit 13 Monaten. Über ein Jahr. Danke dir. Ja, Australien ist ein bisschen von der Qualität eh ein bisschen schlechter auf YouTube vom Stream her, weil Australien hat so viel Zeugs neben der Strecke. Da muss so extrem viel gerendert werden und das packt YouTube nicht so ganz. Okay, that's all the checks complete. We're ready to go. Okay, let's go! Krass, was war das für eine Zeit eben? Vielleicht können wir sie nochmal toppen. Was war das denn? Die ersten beiden Rennen auf gleicher Schwierigkeit, gleicher KI-Stufe. Auch auf 95, waren nur auf Platz 17 oder 18. So, jetzt fahren alle nochmal raus. Dennis Hauger ist auch, fährt auch nochmal raus. Was ist dein Ersteindruck? Mega gut. Sehr gut. Also es gibt leider nicht so krass wie neues in F1-23. Also nichts, was dich jetzt umhaut an neuen Funktionen. Aber das einzig Krasse ist halt, die Fahrphysik ist geil, das macht richtig Spaß zu fahren. Und das ist halt das Wichtigste. Das macht richtig Bock. Und eben die Grafikaufhübschung. Das sind die zwei Sachen, wo ich halt sagen würde, das ist krass. Das macht das Ganze so viel besser als F1 22. Und das ist zwar richtig enorm. Also ihr dürft halt, wenn ihr das Game auspackt, nicht erwarten, dass es komplett anders ist. Neue Funktionen, neue MyTeam-Karriere, das ist alles gleich geblieben. Oder größtenteils fast alles gleich geblieben. Und Controller ist auch top, ja. Ich habe auch schon ein bisschen mit Controller getestet. Und es ging sogar bei mir auch recht gut. Obwohl ich nie mit Controller fahre. Bin ich relativ schnell reingekommen eigentlich. So, auf geht's. Der letzte Try. Vielleicht geht noch mal was. Noch mal eine Runde. Das Auto, das klebt richtig gut auf der Strecke heute. Auf geht's, Runde 3. Also ich werde das Maximum rauspushen, was geht. Na, Runde 2 war schon top. Na, nochmal ein Zehntel. 2/10, 3/10.
Ey, das wird ein richtig krasses Qualifying, Mann. Für ein My-Team-Rennen. Oh. Ah. Okay, alles wieder liegen lassen. Super vorsichtig auf der Bremse mit dem Fahrzeug hier, dem Auto. Okay, mehr ist nicht drin. Mehr ist wirklich nicht drin. Ich glaube, die zweite Runde war besser. Zweite Runde ist es oft. Ja, wobei ein bisschen, ein halbes Zehntel noch, nicht viel, aber. Achter Platz im Moment. Was macht Hauger? Was macht Hauger noch? Kommt nicht in die Top 10 rein auf jeden Fall. Hey, krass, Perez ist echt nicht gut gewesen. So, Qualifying beendet. Hauger. Wo ist Hauger? Das wird mich jetzt interessieren. Okay. Okay, beende die Session. Wir sind mal gespannt, wo wir sind dann am Schluss. Okay, doch außerhalb der Top 10. Aber die Runde war krass, Mann. Die zweite Runde war richtig gut. Außerhalb der Top 10, leider. Schade. Bin mal gespannt, ob es dann im Rennen mit dem Reifenverschleiß wieder Probleme gibt. Das oder ob der Motor hochgeht. Beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere alles klar, Sascha. Verstappen, Leclerc und Lewis Hamilton. Das war's mit dem Qualifying. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechung beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Okay, Dennis Hauger, 20. 1,3 Sekunden. Das ist gar nicht so schlecht. Max Verstappen mit einer 1,17,7. Leclerc auf der 2. Hamilton 3. Beiden Mercedes wird sehr gut. Carlos Sainz nur 6. Wo ist... Ah, Perez ist dann doch noch 4. geworden. Okay, weiter geht's. Wir gehen zum Rennen außerhalb der Top 10. Aber deutlich besseres Qualifying als die ersten beiden Rennen. Deutlich besser. Bin mit F1 22 eingestiegen, sollte also einfacher werden. Auf jeden Fall. Es wird sehr angenehm, kann ich dir schon sagen. Okay, wir können wahrscheinlich immer noch nichts entwickeln. Ja. Ja, wir haben direkt die Abteilungen ausgelastet. Klasse. Da geht noch nicht so viel. Vielleicht brauchen wir dann ein Abteilungsupgrade bald. Bald das erste schon. Ja, wir gehen zum Rennen. 29 Runden, let's go. Let's go. Super gespannt, ob es eher nach hinten geht. Wahrscheinlich wird es eher nach hinten gehen. Qualifying war sehr überdurchschnittlich gut. Ich habe mich geärgert, auf Teufel komm raus. Ja. Moin, Üppi. Und Martin. Ja. Ich glaube, dass sehr viele Leute mit F1 23 sehr zufrieden sein werden. Vor allem diejenigen, die von F1 20 noch kommen, die werden sich erinnern an alte Zeiten. Pünktlich zum Rennen eingeschalten. Sehr gut. Perfekt. Da sind wir. Großer Preis. Wegen Covid-19 war diese Strecke ein paar Jahre lang nicht im Programm und wir haben den Albert Park vermisst. Willkommen zurück in Melbourne. Willkommen zurück zum großen Preis von Australien. Natürlich ohne Fahrhilfen. Ja. Die Strecke in Melbourne ist wirklich ernst zu nehmen. Durch die Kombination. Okay. Schauen kurz Startaufstellungen durch. Ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung. Ich schätze mal, dass es noch keine Strafen gibt. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Hamilton hat eine echt krasse Runde gemacht. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Perez, Russell, ja, Sainz, wir schauen, was geht. Fernando Alonso, Ocon, Norris. Also reifenschonend fahren ist ja Gasly, ist wichtig. Mr. Monaco, Leclerc, Tsunoda, Stroll, Albon. Das wäre ja, stimmt, das wäre ein Vorteil. Joe, Oscar, Motorentausch taktisch von ganz hinten und 5 Uhr holen ist leichter, das stimmt. Hauger, De Vries, Hauger. Hauger. Jeden Moment aber die Startlicht und vielleicht sollten ja, wir uns zum Einstieg. Alles klar, Sascha, passt. Ich glaube, wir werden eh ein paar überholen, weil erstmal werden wir wahrscheinlich einen relativ frühen Stop machen. Wobei, was ist die Strategie? Medium, Hard, ein Stop. Und dann, also wir werden auf jeden Fall 5 Leute überholen können, oder? Egal, ob
zurückfallen und dann fünf Leute überholen. Das schaffen wir doch. Müssen wir das in jedem Rennen schaffen? Wahrscheinlich schon. In jedem Rennen fünf Kandidaten überholen. Also Cheddar wäre das, also allein Cheddar wären es ja schon 10 gewesen. So, Setup lassen wir so. Wir starten. Los, eine Runde plus Sprit. P11? Warte. Wir starten von P11. Ich habe nicht mitbekommen, wer eine Strafplatzierung hatte. Chat, hat jemand, wer es mitbekommen? Wer ist nach von weiter hinten? Wer ist weiter hinten? Habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst? Wer startet von weiter hinten? Wir gehen mal rein. So, look, Leclerc! Leclerc startet von 12. Wir starten mit dem Medium-Reifen. Okay, so let's go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. Hey, okay. Das heißt, Ferrari direkt schon beim ersten Problem. Geht gut los für Ferrari. Direkt drittes Rennen. Und Ferrari direkt ersten Komponenten getauscht. Das heißt, Leclerc wird wahrscheinlich relativ zügig dann vorbeigehen. Ich bin mal gespannt, wie wir da an den Top 10 dranbleiben. Das wird wahrscheinlich zu schwer werden. Stimmt, Hamilton war eigentlich Dritter. So, also im Notfall werden wir, wenn wir eh nicht in die Punkte kommen, was ja wahrscheinlich der Fall sein wird, dann werden wir gucken, dass wir nicht zu hart kämpfen in diesem Rennen und eventuell 5 Plätze einfach verschenken, so mehr oder weniger. Und dann vielleicht am Schluss nochmal 5 Überholmanöver machen. Also ich habe jetzt halt nicht mitgerechnet, dass das Qualifying so krass gut wird. P11 ist halt ein Traumstartplatz. Also mit dem Auto auf jeden Fall. Okay. Die Reifen sind warm. Am Start kann man immer ganz gut überholen, weil die ein oder anderen haben immer ziemlich schlechte Starts. Also die KI kriegt nicht immer so einen guten Start hin. Da gibt es immer einige, die ihn richtig vermasseln. Außer wir kommen selber nicht gut weg. Okay. Konzentration. Wir starten los. Okay, incredible parking there. Nice one. That's going to give you the edge if you can get good launch as the race starts. Und auf geht's. Australien, Runde Nummer 3. Für unser Team. Und Gassi direkt mit dem Fehlstart. Oh, richtig starker Start. Die gehen gleich. Oh mein Gott, Leclerc ist hinten reingedüst. Ja, direkt schon das erste Motorenproblem. Wusste ich doch. Starker Start. Sehr gut. Leclerc muss direkt in die Box wahrscheinlich wieder gehen. Und wir haben ein Motorenproblem. Ich bin so gespannt, ob der uns um die Ohren fliegt dann. 58%. Ja, Tsunoda geht jetzt erstmal durch mit den Softreifen. Er ist deutlich schneller. Wir schauen einfach, dass wir nicht zu hart kämpfen gegen die Softfahrer. Krass, dass die mit Soft losfahren. Norris. Das ist ja krass, dass die mit Soft losfahren. Warum wollen die einen Zweistopp machen? Aber Auto fährt gut. Handling ist top. Setup ist gut eingestellt für die Strecke, glaube ich. Platz 10 nach der ersten Runde. Mega, mega stark. Max Verstappen führt. Seine Reifen werden wieder schlimmer abbauen. Ja, stimmt. Das müssen wir gucken. Dass das nicht ganz so krass wird dieses Mal. Also im Moment mache ich mir mehr
Gedanken um den Motor, mir um die Reifen. Zur Not müssen wir zweimal soft machen, wenn es gar nicht geht. Also im Moment hätten wir eine Traumplatzierung nach Runde 1. Aber 29 Runden sind halt lang. Kann einiges passieren. Und wir sind gut dran, dass wir bei Tsunoda im DRS sind. Eventuell. Also da haben wir jetzt halt profitiert von Leclerc. Leclerc war aber nicht an der Box. Leclerc hatte einen ganz, ganz seltsamen Start. Düst da hinten rein. Musste aber doch sein Flügel wohl nicht tauschen. Oder Ferrari holt ihn einfach nicht rein. Kann auch sein. So, schön, dass wir Runde 3 dann drin sind. DRS. Das Auto rutscht noch ein bisschen arg durch die eine oder andere Kurve. Komm schon. Kein DRS gegen Tsunoda. Auf der nächsten DRS-Geraden hoffentlich. Und wow, 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 wow. Brems mal los. Hier kommen wir trotzdem gut durch. Noch weiter nach vorn stellen. 59 ist gut. 59 ist relativ safe. Bremsbalance. Da passiert dann sowas nicht. Vielleicht haben wir doch ein bisschen zu arg viel Differential gemacht. Was für ein Setup. Müsst ihr kurz zurückspulen im Stream, dann kannst du es sehen. Oh, das Auto geht nicht durch die schnellen Kurven durch. Ich glaube, Tsunoda werden wir nicht kriegen. Vielleicht können wir Norris verteidigen auf den gleichen Reifen. Zum vorigen Jahr auch oft so Probleme gehabt. Ja, das stimmt. Da war es aber nicht mal die Abnutzung. Da war es einfach so, dass der Motor geplatzt ist. Dann irgendwann zack, Fahrer tot. Oh, Norris. Ey, wir müssen echt weiter hinten starten, um da ordentlich Überholmanöver zu schaffen. Okay, jetzt müssen wir echt gucken, dass wir da überleben hier gegen Norris. Habe ich mir schon fast gedacht, dass das so läuft. Also gegen die Medium-Runner müssen wir uns auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, verteidigen hier. So, links. Ja, keine Chance. Norris geht mit DRS vorbei. Der McLaren ist halt im Moment noch viel schneller. Vor allem eben auch auf der Geraden. Norris geht mit DRS weg. Da hinten ist immer noch Leclerc. Der Ferrari hat irgendwie ein Problem im Feld. Im Feld mitzufahren und vorzukommen. Mal schon. Norris DRS. Also die ersten Runden gingen noch echt ganz gut eigentlich. Jawohl. Wir sind jetzt erstmal dran. Ich weiß nicht, ob Leclerc einen Flügelschaden hat oder was die Ferrari-Crew da macht. Jawohl, come on. Wir sind echt gut unterwegs. Wo ist Hauger? Drittletzter Platz. Drittletzter. Bottas mit Problemen. Bottas ist sehr langsam. Können wir ganz gut an Norris wieder aufschließen. Sehr gut. Und Tsunoda will Bottas nicht überholen. Was ist mit Leclerc? Warum kommt er da nicht mit? Bottas verteidigt. Bottas gegen Tsunoda. Gibt's einen Crash von der KI? Oh, Junge. Wir müssen es eher erst so lang laden, bis wir jetzt hier vielleicht irgendwo Norris überraschen können.
Und da ist Leclerc. Leclerc ist da. Hat keinen Flügelschaden. Leclerc hat, so wie es aussieht, nichts am Frontflügel abbekommen. Oder da so hinten drauf gerauscht ist. Außer es war nur so ein kleines Carbonteilchen oder so, was abgefallen ist. Ich sehe nichts. Seht ihr was? Ich glaube, der hat einen heilen Flügel. So, jetzt, komm. Jawohl, jawohl. Da hat die KI nicht aufgepasst. Gutes Racing gegen die KI. So, wieder ein Punkt. Moment. Das wäre so krass, im dritten Rennen direkt einen Punkt einzufahren. Bottas aber auf den Softreifen. Wird es da deutlich einfacher haben, wieder wegzufahren. So, Norris verteidigen. Ja, erst ist gut. Ja, jetzt haben wir genug. Aber keine Chance, schaut euch das mal an. Oh, Junge. Come on. Wieder zurück auf Platz 11. Müssen wir 5 Überholmanöver machen oder 5 verschiedene Fahrer überholen? Weiß es noch jemand? Schon wieder vergessen. Ich meine 5 verschiedene Fahrer. Gap to your teammate behind is 4.0 seconds. Oh mein Gott. Oh, der ist vergessen. So, Norris fährt weg. Ah, ich muss husten. Ich glaube, die an der Box zählen nicht. Oh, kein ERS mehr, Mann. Boah, ein Punkt wäre so schön im dritten Rennen. Ich glaube, wenn heute oder nie. Wenn dann heute. Was macht der Motor? Boah, schön. 52% geht noch. Alles gut. Boah. Oh, komm schon, Bottas ist jetzt wieder rausgefahren, oder? Aus der Sekunde. Und Leclerc, der kriegt es irgendwie nicht auf die Reihe. Leclerc, der schafft es einfach nicht, da zu überholen. Aber der erst gegen Bottas haben wir. Man geht Online-Liga los in 2, 3, 4 Wochen. Yes. So, wir hängen uns dran. Gasly 13. noch. Also, Pace ist dieses Rennen ultimativ gut. Es ist gar kein Vergleich zu Jeddah und Bahrain. Es fühlt sich gerade so an wie so ein Haas-Rennen. Die Haas sind in Australien auch immer super stark. Und in der restlichen Rennkalender so richtig mies. Aber es fühlt sich an wie so ein Haas-Auto heute auf der Strecke. Komm, komm, komm. Immer noch DRS. Bottas mit den Softreifen. Komm nicht an Norris vorbei. Bottas sieht im Moment echt schlecht aus für Bottas. Die Frage ist nur, wenn wir jetzt auf die Hardreifen gehen beim ersten und einzigen Stop, was die KI macht. Ob die einen 2-Stop haben. Oder was da los ist. Was macht dieser Leclerc? Leclerc ist nicht mal mehr im DRS, also Leclerc hat auf jeden Fall ein Problem. Der Ferrari geht gar nicht. Also zumindest nicht der von Leclerc, der ist irgendwas kaputt. Irgendwas ist da kaputt. Motorabnutzung ist schon wieder immens. Das Gute ist ja, dass wir ein paar Komponenten tauschen können, bis es eine Strafe gibt.
Ja, aber jetzt lassen die Reifen schon mal 30% in Runde 9 schon. Der erste ist noch an. Also, ich weiß nicht, Hardreifen oder zweimal Soft. Ich bin, glaube ich, eher für einen Stop. Das hat Marc vorgeschlagen. 35. Also, die Reifen können wir noch eine ganze Weile ziehen. Tsunoda und Norris. Solange die sich da bekriegen hier vorne. Und war da wieder ganz gut anfahren an Bottas. Bottas geht jetzt rein. Bottas zum Boxenstopp. Und Tsunoda ist auch auf den Softreifen. Der wird diese Runde reinkommen. Also erste Boxenstops. 36% Abnutzung. Ja, läuft. Wir können noch ein bisschen bleiben. Bottas fährt wieder raus aus der Box. Stroll auf der 12, auch Softreifen. Ja, oder wir ziehen die Medium maximal durch und gehen dann ganz zum Schluss auf Soft. Das wird aber, glaube ich, nicht funktionieren. Einmal ein Stop packen wir da nicht auf den Soft. Okay, be careful. We think you're gonna start losing some tire grip anytime now. Es ist so krass, wie man hier über den Körper auch wieder gehen kann, ohne dass man abfliegt. Vollgas draufstehen, auf dem Körper drauf. Let's go. Come on. Also Tsunodas Softreifen, die schmelzen jetzt halt. Ich weiß nicht, warum Tsunoda noch nicht in die Box geht. Eigentlich sollte Tsunoda reinkommen jetzt. Norris, der wird noch draußen bleiben. Ich schätze mal, dass wir uns an Norris anpassen, was Norris macht. Ja, S-Management ist dieses Rennen so viel besser. Bremsverlauf ist weiter nach vorn. Und wo haben wir sie denn im Moment? 59. 59 war eigentlich bisher perfekt. Für die meisten Rennen. Die meisten Strecken ist 59 ein sehr guter Wert. 59 oder 60. Machen wir 60. So über die Ziellinie. Das wär's. So, der erst nochmal an. Ich würde mal sagen, dass wir jetzt ein, zwei Runden hinter Norris gucken, dass wir da immer das DRS kriegen. So viel DRS laden wie möglich. Wenn es irgendwie geht, und dann können wir uns dann ein bisschen mitziehen lassen. Oh, aber die Kurve, die geht immer gar nicht. Aber das Auto läuft so viel besser als in den ersten beiden Rennen. Echt krass. Hätte ich nicht gedacht, dass wir da ansatzweise vielleicht einen Punkt einfahren könnten. Auch hier auf dem Korb ohne Probleme rausbeschleunigen. Tsunoda wieder DRS gegen Norris. Ich denke, wir gehen auf die Hardreifen trotzdem. Safety Car gab es noch keinen. Auch noch keinen Crash, kein Ausfall bis jetzt. Wann geht dieser Tsunoda in die Box? Wir haben jetzt auf den Medium-Reifen 40% Abnutzung. Auf den Medium-Reifen. Ja, da können wir so viel ERS drücken, wie wir wollen. Das geht nicht vorbei an Tsunoda. Der ist viel zu schnell. Muss jetzt aber. Also, wenn er jetzt nicht reingeht, dann weiß ich auch nicht. Dann war es ein richtig dummer Call von AlphaTauri, dass er so lange draußen bleibt. Hoffentlich überlebt der Motor, ja. Komm, was macht der Motor? 63%. Junge, der überlebt nur noch dieses Rennen. Der hat echt krass. Jetzt geht's nur wieder rein. Jawohl. Ja. Wow.
Habt ihr das gesehen? Wie man das Auto wieder einfangen kann. Das ist so krass manchmal. Okay, you're in the top 10. Also. Das Ding ist jetzt halt, wir haben jetzt so hart Abnutzung auf dem Reifen, dass wir jetzt eigentlich auf die Hard gehen müssen. Vorzeitig eigentlich schon. Wenn wir jetzt nicht drin bleiben im DRS von Norris, dann schätze ich mal, gehen wir gleich auf die Hard-Reifen. Ja, da geht nicht mehr viel. Runde 14 war angepeilt. Ich glaube, wir kommen diese Runde schon rein. Jetzt pushen wir nochmal ordentlich. Komm, wir haben keinen DRS mehr. Boxenstopp. Okay, we can take you this lap. Ja, F22 wärst du richtig in der Wand gewesen gerade. Jawohl, let's go, nochmal pushen. Oh, zu viel gepusht. Undercut gegen Norris machen. Bitte Norris, geh nicht in die Box jetzt. Wir gehen jetzt zum Boxenstopp. Wir gehen jetzt rein. Und wenn Norris jetzt nicht reingeht... Ja, es gibt einen massiven Undercut. Norris mit der gleichen Strategie, schätze ich mal. Ah! Boah, knapp. Super knapp. Das wird ein guter Stop. Let's go, komm, komm, komm. Jawohl, let's go, Team. Hartreifen drauf, mit dem kommen wir auf jeden Fall. Nein! Der hat den Reifen nicht runterbekommen. Der hat den Reifen nicht runterbekommen. Jawohl. Oh, Albon. Albon, wie kann der da so in die Kurve reinschießen? Das hat richtig viel Zeit gekostet. Weil der den Reifen nicht wegbekommt von der Felge. Vom Dingens. Von der Radaufhängung. Es erinnert so krass gerade an Breaking Point. Die Szene. Let's go, komm. Also jetzt die Runde müssen wir richtig hart rausfeuern. 15. Platz. Albon, das zählt, denke ich, auch als Überholmanöver. Oh, es ist so krass, was der Williams da mehr Speed hat. Warum ist denn der Williams so schnell? Leute! Der Williams halt mit den Medium-Reifen. Albon vorbei. Okay, die Hards sind drei. Also, sie sind schon deutlich langsamer. So, einige Boxenstops jetzt. Let's go, komm. Ja, das, da vorne ist Norris. Das war's mit dem Platz. Da vorne ist Norris. Er hat so viel Zeit jetzt gewonnen. Leclerc auch auf den Hardreifen. Leclerc nur 17. Platz. Das hatte ich bisher auch zum ersten Mal, dass ein Boxenstopp schief geht. So. Habe ich bisher auch noch nicht gehabt. Das erste Mal überhaupt. Aber es passiert wahrscheinlich auch in MyTeam öfter wie sonst in irgendeiner Karriere. So. 14% RS. DRS geht auf. Albon hat da eigentlich keine Chance. Eigentlich ohne DRS. Sollte da eigentlich hilflos sein. Come on, Auto ist gut heute. Wir brauchen einen Punkt. Stroll auf der 16, der muss wahrscheinlich auch noch rein. Also Leclerc war schon an der Box. Leclerc wird genauso durchfahren. Let's go. Jetzt ist Dennis Hauger in der Box. Dennis jetzt in der Box. Das heißt, nochmal ein Platz vor. Ah nein! Das Norris. Ist Norris jetzt in der Box? Nein, Piastri. Piastri ist in der Box. Gasly kommt da. Gasly. Und Gasly kommt da fast vor uns wieder raus durch den verkorksten Boxenstopp. Wäre da beinahe Gasly noch durchgegangen. Junge, das war's mit den Punkten. Die Punkte sind weg.
Das wäre so gut gewesen, Team. Wenn ihr den Boxenstopp mal richtig gemacht hättet. Wäre ich so maximal spät angebremst für die Boxengasse, dass es beinahe noch die 5 Sekunden gegeben hätte. Und dann versemmeln die den Boxenstopp so dermaßen. Ja, es stelle ich selber ein. Zweiter Stint wird schwer. Zweiter Stint wird richtig schwer. Aber 12. Platz trotzdem Top-Ergebnis. Im Moment zumindest. Auf geht's. Runde 17. Wir haben noch einige Runden vor uns. Aber die Hardreifen sind halt absolut nicht gut. Es war wahrscheinlich ein Fehler, die Hardreifen zu nehmen. Weil das Auto einfach nicht funktioniert mit den Hardreifen. Gasly geht vorbei. Okay. Gasly außen. Stroll mit dem Medium-Reifen. Das wird jetzt schwer. ERS wieder aufladen, nur noch 18%. Naja, Stroll wird da wahrscheinlich auch vorbeigehen. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen die Situation wie schon in Jeddah. Halbes Rennen haben wir noch. Komm schon, Gasly müssen wir am DRS wieder kriegen, sonst kommt der Stroll zu nah. Es wäre jetzt taktisch clever, wenn wir da einfach jetzt an Gasly vorbeigehen. Boah, aber der hat so einen Topspeed. Jungs. Stroll können wir nochmal verteidigen. Let's go. Ey, was ist das für ein Rennen? Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon, glaube ich, 5 Fahrer überholt. Also insgesamt waren es, glaube ich, 5 verschiedene Fahrer. Wenn ich richtig gezählt habe, müssten es 5 sein. Auf geht's. Nochmal DRS gegen Gasly. Wenn noch ein Safety Car kommt oder irgendwas, dann werden wir safe nochmal in die Box fahren. Und vielleicht nochmal Medium oder Soft holen. Die waren deutlich besser. Ja, so können wir fast nicht mehr mithalten. Also mit den Top-Teams, beziehungsweise mit den Teams, die hier besser unterwegs sind, können wir fast nicht dranbleiben. Gasly ist jetzt schon weggefahren. Wir haben nochmal DRS, einmal noch. Jetzt müsst ihr eigentlich an der Stelle von der Anweisung vom Team kommen. Nicht das Auto überstrapazieren. Wir sind wirklich am Anschlag am Fahren. Stroll geht vorbei. Temperaturen sind gut, Motor ist bei 65%. Und da ist wieder Leclerc. Was macht denn der Leclerc? Ich verstehe nicht, was Ferrari da macht. Warum kommt denn Ferrari absolut nicht klar? Ferrari gar keine Chance. Komm, der Motor muss halten. Haltet bitte dieses Rennen durch. Das ist ein super Rennen bis jetzt. So, wir fahren wieder rein. Rein ins DRS von Stroll. Stroll wird jetzt Gasly attackieren. Den lassen wir jetzt los auf Gasly. Da hat Gasly wahrscheinlich fast keine Chance. Aston Martin deutlich stärkeres Auto eigentlich. Das sollte Stroll eigentlich kurzen Prozess machen mit ihm. Ja, aber er fährt weg. Er hat da ein bisschen zu viel Speed, das Troll.
Dann sind wir jetzt schon nicht mehr im DRS drin. Jetzt müssen wir eigentlich hoffen, dass die drei jetzt hier in den Kampf gehen. Jetzt ist Bottas noch an der Box. Einen Platz. Geht's weiter vor und jawohl. Da haben wir den Kampf der drei. Aus drei mach einen Vierkampf. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Motorkomponente dann tauschen. Müssen auf jeden Fall dran denken. Gasly gegen Stroll. Gasly geht da nochmal. Ne, Stroll geht vorbei. Oder? Ne. Gasly verteidigt mit allem, was er hat. Ja, Motor hält, komm. Motor muss. 9 Runden hält er noch durch. Der hält es auf jeden Fall durch. Wir müssen so viele Komponenten austauschen beim nächsten Rennen. Aber ich denke, das ist eigentlich okay. Für das neue Team ist der Verschleiß ist schon noch relativ hoch. So, Stroll, Albon. Das ist jetzt halt wirklich kein Punkt. Aber es wäre auch zu schön gewesen. Außer Gasly macht jetzt noch einen Fehler. Und da können wir vielleicht irgendwie profitieren. Das wäre ein Traum. Reifen sollten das easy durchhalten. Und da sind wir da dran. Da sind wir da dran im DRS. Let's go. Ja, wir machen 2 Rennen, denke ich, heute. Miami machen wir, denke ich, auch noch. Ah! %66, ja, das kriegen wir über die Runden. So, nochmal DRS. Aber im Moment ist einfach keine Chance, da aufzuschließen, ein kleines bisschen Batterieladung zu sparen. Im Moment sieht es echt schlecht aus. Aber Platz 13 wäre ein Top-Ergebnis. Es wäre das beste Ergebnis bisher der Saison, nach den ersten beiden Rennen. Jawohl, da kommen wir wieder hin. Albon wird zurückgereicht. Auf Platz 12. Junge, was ist das? KI hat übertrieben Bock zu fighten. Jawohl, jetzt sind wir dran an Albon, komm. Gut rauskommen auf der letzten Kurve. Jawohl, Albon auch mit der S. Batterieladung haben wir rechts. Let's go, nicht zu spät bremsen, komm. Okay, so we're leading our teammate by 11.4 seconds. Albon hat richtig krass zurückgezogen. Der wäre sonst richtig ins Kies gefahren, glaube ich. Das war richtig, richtig hart innen rein. Wenig Platz gelassen, aber alles fair. Wow, beinahe das Auto weggehauen. Stroll auf der 11. Gib mir das DRS. Gib uns das DRS. 67% Motor. Jawohl. Ja, Gasly, Platz 10 müssen wir wahrscheinlich abschreiben. Ich denke, dass Gasly sich jetzt absetzen wird. Ich denke nicht, dass Stroll das packt. Stroll wird es nicht packen. Auch wenn Gasly auf den harten Reifen ist. Ist, denke ich, einfach Gasly zu schnell. Der Gasly ist zu schnell für den Stroll. Auch wenn der Stroll in einem Aston Martin sitzt. Crazy. Caution, caution. Oh, gelb. War, glaube ich, ein Dreher in der ersten Kurve. Und es gibt einen Motorschaden. Es gibt einen Ausfall. Oder? Es gibt, glaube ich, einen Ausfall. Da wird ein Alpin langsam. Wir haben gelb. Oh, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja. Ocon. Da raucht der Motor ab von Ocon. Okay, clear. Und plötzlich haben wir einen Punkt bei uns, Leute. Bitte, Motor, macht es noch mit. Wir haben hier die Chance, eventuell einen Punkt einzufahren.
Boah, Getriebe ist auch schon bei 50%. Aber wir haben das DRS. Wir werden jetzt drei Runden oder so. Drei Runden werden wir brauchen, um das ERS zu laden. Dass da genug Motorleistung vorhanden ist. Reifen gehen gut, die halten noch easy locker. Baku ist rausgefallen aus dem Kalender. Als nächstes kommt dann Miami. Ich habe Baku rausgeschmissen, weil wir eh so viel Stadtkurse haben. Come on. Gilt das als Überholen? Ich glaube nicht, weil er war schon ausgeschieden. Er war, bevor wir vorbeigefahren sind, schon ausgeschieden. Oh, komm schon, das muss reichen. Die Frage ist nur, wo machen wir es? Das wär direkt so ein Haas-Ergebnis. Ja, weil Baku ein super Kurs ist, deswegen ist er rausgeflogen. Wir werden auf 100% Batterieladung gehen. Und Bottas ist Wo war Bottas? Ah, Bottas war ganz weit hinten. Okay, das heißt kein Platz dadurch. Wann wird es diese Saison nochmal passieren, dass wir so greifbar im Punktenähe sind? Ja, jetzt haben wir schon kleine Aussetzer beim Motor. Komm bitte, Motor. Wir brauchen noch ein paar PS. Ja, Sprit hat gut gereicht. Man kann da plus eine Runde mitnehmen. Ja, da steht Bottas. Also extrem viel Motorschäden. Ja, ob Stroll noch Reifenprobleme bekommt, weiß ich nicht. Die KI fährt extrem reifenschonend. Die kommen so gut klar mit den Reifen. Ich weiß nicht, die können ewig draußen bleiben. Das ist so der Wahnsinn. So, ich glaube, jetzt ist noch zu früh, vorbeizugehen. Aber wir brauchen einmal, um Stroll zu überholen. Und dann brauchen wir noch einmal, um das DRS dann von Stroll zu verteidigen. Das heißt, wir werden uns jetzt ranarbeiten. Ranarbeiten an Stroll. Runde für Runde. Vielleicht ist es nächste Runde schon soweit. Ja, sind nah dran. Vielleicht reicht es auch schon auf Startziel jetzt. 76% ERS. Das müsste reichen. Wenn wir jetzt gut rauskommen, außer letzte Kurve, dann schätze ich, haben wir den einen Punkt. Jawohl, Chef. Ah, ne, Stroll zieht da zu arg weg. Wir machen es auf der nächsten Geraden. Schön raus. Schön rauskommen. Hier. Nee, reicht nicht. Oh, ein bisschen neben die Ideallinie. Das ist direkt dreckig. Direkt Marbles liegen da. Junge, ist das ein geiles Rennen. Geiler als Jeddah. Viel krasser. So, jetzt DRS. Auf der zweiten DRS-Geraden können wir vorbeigehen. Dann hat er erstmal kein DRS. Dann hat er erstmal die nächsten paar Kurven nichts. Ah, hier reicht's noch nicht. Hier wäre es zu risky. Jetzt. Jetzt oder nie. Verteidigt auf der rechten Seite, kleiner Kontakt. Oh, da war ein kleiner Kontakt. Junge, was geht ab mit ihm? Wie konnte er das nochmal verteidigen? Er ist komplett rechts rüber gefahren. Da war kein Vorbeikommen auf der anderen Seite. 80%. Nächste gerade. Motor, was macht Motor?
69. 15 Sekunden auf dem Teammate. Wir haben genug ERS. Wir müssen es jetzt dann bald machen. Später bremsen. Außenrum an Stroll. Let's go. Okay, jetzt müssen wir jetzt draufdrücken. Let's go. Das wäre der Punkt. Das wäre der Punkt im Moment. Zwei Runden noch. Stroll hat jetzt ein bisschen Probleme mit den Reifen. Die Mediums sind schon richtig krass runter. Jetzt müssen wir aber Gas geben. Jetzt müssen wir Gas geben. Let's go, komm. Reifen haben perfekt gehalten. Das war die ideale Strategie. Hier gut durchkommen. Yes. Okay, wir brauchen noch für zwei Runden noch genug ERS. Für zwei Runden noch. Oh, verbremst. Da! Die Reifen sind am Anschlag. Stroll mit der S. Nein, Mann! Was ist das für ein krankes Battle um P10? Es wäre so schön, wenn wir den Punkt haben. Das wäre so geil, Mann. Im dritten Rennen direkt einen Punkt. Komm! Haben wir noch genug Leistung? Haben wir noch Leistung zum Freigeben? 41%. Motor hält. Motor, der hat jetzt natürlich auf der Geraden nicht mehr so viel Power. Der hat nicht mehr viel Leistung jetzt, der Motor. Ja, wir sind wieder auf der zweiten Geraden. Zweitletzte Runde. Also ich gebe gerade wirklich alles, alle Power freigeben. Zweite Gerade abwarten. Zweite Gerade. Der darf die Kurve nicht gut kriegen. Jawohl, perfekt. Switchback. Nein! Zu früh aufs Gas gestiegen. Auto nochmal abgefangen. Junge, die Reifen sind tot. Die Reifen. Let's go, komm. Jetzt oder nie. Letzte Runde. Letzte Runde. Gegen Stroll. Der S, ihr S, alles. Alles raus, komm schon, Motor. Jetzt auf der Geraden. Ja, Chef, das ist jetzt nicht unser Problem. Das ist nicht das Problem, das wir jetzt haben. Oh, die Reifen, Mann. Max Verstappen gewinnt. Oh, das wird super knapp, das noch zu schaffen. Stroll dreht nochmal richtig auf. Aber wir müssen da voll ranfahren. Oh, wäre das bitter, wenn es nicht klappt. Wäre das bitter, es gibt nur noch eine Gerade. Es gibt nur noch die Gerade, nur noch die Gelegenheit. Stroll ist zu weit weg. Ja, wir haben den Motor komplett zerstört. Außer letzte Kurve vielleicht. Letzte Kurve vielleicht. Wir haben richtig aufgeholt auf die Top 10. Durch die Action. Jetzt auch eine Runde mehr vielleicht noch. Nein, Mann. Ist das bitter. Ist das bitter. Es reicht nicht. Alles gegeben für den Punkt. Alles gegeben. Alles gegeben für den Punkt. Elfter Platz. Yuki Tsunoda, Fahrer des Tages. Oh, war das knapp, Mann. Ein Fehler. Das war der eine kleine Quersteher. Ein weiterer grandioser großer Preis von Australien ist vorüber und der Sieg heute war eindeutig verdient. Ja. Leider keine ersten Punkte beim dritten Rennen. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen... So, nächstes Rennen, komm. Hat ihm ermöglicht, jetzt haben wir Blut geleckt fürs nächste Rennen gleich. ...und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen.
Da muss jetzt was gehen. Komm, also direkt nächstes Rennen. Jetzt ist Miami dran, weil Baku rausgeflogen ist. Und Max baut den Vorsprung direkt aus in der WM. Toll gefahren, danke. Mehr war nicht drin. Oh, Perez war Zweiter sogar noch. Hamilton auf dem dritten Platz. Boah, okay, kurz ist das warm geworden hier. Im Endeffekt war es der Boxenstopp. Ja, krass. Krass, das war der Boxenstopp, stimmt. Wäre der Boxenstopp nicht gewesen, aber kann man immer sagen, hätte, wäre, wenn. Ja. Okay. Also, mal gucken, was Dennis Hauger für Zeiten gefahren ist. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters. Kurz die Wiederholung. Boah, die Wiederholung müssen wir auf jeden Fall speichern. Das war ein super geiles Rennen. Ey, so Bock, wie das wieder macht. Kommen wir zur Auszeichnung so Fahrerin Bock, oder Fahrer des Tages. Stefan Römer, wen nominierst du? Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer so hindurch zu bahnen. Er ist definitiv mein Fahrer des Tages. Es ist Zeit, einen Blick sehen. Auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Kurz den Start angucken. In der Rangliste weiter. Na, kurz einmal noch auf den Start schauen, weil der war krass. Der Start war sehr, sehr gut. Genau, Hamilton von Platz 2. Der da Verstappen fast überholen kann. Da hinten der des Hauger, da ziehen wir innen rein. Und sind da schon an Leclerc vorbei und an Norris. An Norris geht es da erstmal vorbei. Sehr, sehr nicer Start. Sehr, sehr gut gelungen. Und dann ging es halt eigentlich ab da eher so ein bisschen nach hinten. Okay, wir schauen mal kurz auf die Rangliste. So, zwischendurch noch. Also, Perez. Fahrerrang. Oh, Perez führt mit 8 Punkten Vorsprung vor Verstappen, Sainz auf der 3, Hamilton, 4. Tja, leider. Aber es sind 15 da. Also hier mit 0 Punkten gelistet. Dennis Hauger auf der 21. Mal schauen, wie lange Dennis Hauger im Team bleibt. Wann wir uns den ersten Top-Fahrer leisten können. Konstrukteursrangliste. Immer noch kein Punkt hier. So wie es aussieht. Schade. 3 Teams noch ohne Punkt nach 3 Rennen. Williams, Haas. Ja, und Red Bull. Schaut mal Red Bull an. Was geht ab? Doppelt so viele Punkte nach 3 Rennen Red Bull wie Ferrari. Okay, wir gehen weiter. Ohne Umwege. Weiter geht's. Bis vorne im Ferrari ins Ziel. Überhole bei einem Rennen 5 verschiedene Fahrer. Wir haben 10 überholt. 10 Leute, 10 Fahrer haben wir überholt. Krank. Wie haben wir bitte schön 10 Fahrer jetzt gerade überholt in dem Rennen? Obwohl wir auf Platz 11 oder was gestartet sind. Ordentlich Cash gemacht dadurch. Der Sponsor war zufrieden. Also beide Sponsoren waren eigentlich zufrieden. So. Rennen 4. Ab geht's. Und direkt Upgrade gescheitert. Sehr geil. Können wir direkt die letzten Punkte nochmal benutzen. Zweite Flügelklappen sind direkt gescheitert bei der Entwicklung. Super Team. Direkt neu entwickeln. Und auch der untere Unterboden ist nicht fertig entwickelt worden. Und das waren die Abteilungen, die ausgelastet waren, glaube ich. Kann es sein? Ja. Das ist doch der Wahnsinn. Da haben wir da mal eine Entwicklung gemacht. 2 Entwicklungen, beide fehlgeschlagen. Und deswegen war die ganze Abteilung blockiert. Supercars sind noch dabei, ja. Schmutziffer. Gönn dir mal Wässerchen auf meinen Nacken. Ja, Wässerchen steht hier. Grazie, ragazzi. Grazie. Dankeschön. Fürs Wässerchen. Ist hier. Ist da. Also, wir, was wir als allererstes machen. Wobei, wir tauschen den Motor im Training aus. Glaube ich. Wir haben keine Kohle. Doch, 1,7 Millionen, aber das wird nicht reichen für eine weitere Entwicklung. Schätze ich mal. Einrichtungen nochmal gucken. Na doch. Hä, komm, wir ballern gleich wieder rein. Bauzeit wird um 20% reduziert in der Aerodynamik. Das ist top. Triebwerk könnten wir theoretisch. Wir machen Triebwerk. Weil da haben wir eh eine Entwicklung laufen. Perfekt. Das kaufen wir. Haben wieder kaum Kohle. Wird aber direkt gekauft.
Ich würde mir Kelly Meyers Fahrerin leisten. Lass mal gucken, wen können wir denn anpeilen? Lass mal kurz auf die Fahrer nochmal gucken. Wen peilen wir an zu kaufen als nächstes? Also wenn wir irgendwann mal viel Geld haben. Hayden Jackson. Devin Butler. Devin Butler, das wäre auch krass. Ich weiß gar nicht, warum bei mir andere Icons sind als sonst wo in anderen Versionen des Spiels. Zum Beispiel Mika Häkkinen ist hier. Mika Häkkinen könnte man sich gönnen für 4 Millionen. Da müssen wir noch ordentlich sparen. Mark Webber. Ich weiß gar nicht, wer wäre denn cooler Teamkollege? Wenn wir dann mal so viel Geld gespart haben. Senna. Senna 8 Millionen. Das ist absolut krank. Michael Schumacher 10 Millionen Marktwert. Dennis Hauge hat im Moment 1 Million. Oder Tatjana gönnen wir uns. Kimi gibt's nicht. Okay, also. Wir spulen mal weiter. Zum Event gehen wir noch. So. Okay, in der letzten Saison hatten wir einige der engsten Rivalitäten, die es in unserem Sport gab. Bei wem freut es Sie am meisten, wenn Sie zuerst ins Ziel fahren? Nico Hülkenberg. Ja, ganz klar. Danke für deine Hilfe. Haben wir Hülkenberg schlagen. So, Rivalität. Haben wir jetzt, oder? Haben wir jetzt, wo ist denn Rivalität? Hier. Ja, Hülkenberg, Rivale, perfekt. Perfekt, Hülkenberg als Rivale, hier kurz geschnappt. Den werden wir besiegen, hoffentlich. Also wir spulen weiter. Jetzt, komm, Getriebe, jawohl, eingebaut. Triebwerk, eingebaut. Heute Ressourcen. Eigentlich die neuen Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Jawohl. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm besseres sagen, Material entwickelt werden soll. Besseres Material machen wir. Dann machen wir noch mal, wenn das jetzt hier entwickelt ist. Ne, ist noch ausgelastet. Die Abteilung sind beide noch ausgelastet. Aerodynamik können wir auch nichts machen. Dann machen wir das. Wir sparen jetzt keine Punkte. Wir geben hier Vollgas. Wir machen das Upgrade noch, Turbo. Strapazierfähigkeit, dass wir nicht so viel Ressourcenpunkte einfach rumliegen lassen. Go for Tatjana. Hey, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Perfekt. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Oh, Aktivitäten vergessen. Aktivitäten müssen wir machen. Saisonpause beginnen, wir legen noch Aktivitäten fest. Teamaufbau. Teamaufbau, dann haben wir Gewichtetraining. Perfekt. Aufzeichnung PR-Video machen wir. Dann haben wir einen Tag. Spult weiter. Weiter geht's. Jetzt ist halt Saisonpause vorm großen Preis von Miami. Am nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Wir haben 1,5 Millionen schon wieder. Wir ballern noch in die Aerodynamik rein. Erhöht die Geschwindigkeit einer Verbesserung. Wir ballern richtig los. Leute, 20% reduziert, das ist perfekt. Und dann werden wir werden nochmal, so, Upgrades freigeschalten. Flügelspiegel, 40% Fehlschlagrate. Das machen wir noch nicht, wir sparen die Teile. Das ist, glaube ich, zu viel Fehlschlagrate im Moment. Wir sparen die Punkte noch. Und wir spulen weiter. Jawohl, Schwerpunkt. Alles wird eingebaut. Alles perfekt angekommen. Hey, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. So, nochmal ein Event kurz. So, Simulator gehen oder am Meeting teilnehmen. Also, was machen wir hier? F&E-Abteilung scheint kurz vor einem wichtigen Durchbruch zu stehen. Wie machen wir? Was sollen wir antworten? Ja, akzeptieren wir. Möchte dich dafür schnellstens im Simulator machen. Solche Entscheidungen können manchmal schwierig Perfekt. Sein, aber ich glaube, das war die richtige. Alles klar, Leute, wir gehen weiter. Großer Preis von Miami. Zum Rennwochenende. So,
los geht's. Runde 4 von 16. Training. Wir werden mal gucken, wie viel Trainings wir machen wieder. Wahrscheinlich eine Runde. Oh, es regnet. Es wird ein Regenrennen. Regenrennen in Miami. Jesus. Okay, Nachrichten. Jeff. Jeff schreibt ein Upgrade. Ne, die zwei sind fehlgeschlagen. Die haben wir wieder gemacht. Jetzt werden wir... Oh, Moral ist niedrig. Das ist nicht gut. Wir werden mit dem Motor jetzt noch fahren. Wir werden die Teile noch benutzen im Training. Wir fahren direkt mal kurz das Training 1, um zu schauen, wie es im Rennen sein könnte bei Regen. Also gehen wir direkt zur Strecke. Ackermann holen wir uns, genau. Los geht's. Training Nummer 1. Setup muss ich mal schauen, wie es da aussieht, was wir da machen. Wir machen wieder Reifenmanagement, das können wir ziemlich easy einmal kurz durchhauen. I've had a chat with the R&D team about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so go and give them a try. Okay. So, das müssen wir ein bisschen so in so die Richtung drehen. Ich werde, glaube ich, ein ähnliches Setup nehmen wie jetzt das in Australien. Das hat echt ganz gut funktioniert. Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen höher gehen mit der Fahrzeughöhe, wegen den Curbs, die so ekelhaft sind. So, wir gehen wieder auf 59 oder auf 60 und Reifendruck ist okay. Wir gehen mal raus, wir gucken mal Reifenmanagement. Werden wir mal anfangen. Spät dran, was ist passiert? Ja, ein Rennen hast du verpasst. Das Rennen war geil. Oder, Chat? Oh, Leute, das Rennen war richtig gut. Rennen 1 war top. Hat Spaß gemacht. Leider keinen Punkt eingefahren. So, wir fahren mal raus. Ausfahren. Okay, track's green right now, so take a few laps to get the tires up to temp and get yourself in the zone. Die anderen zwei Trainings werden wieder simulieren. Und werden dann noch den neuen Motor einbauen. Ja, der Motor ist komplett hinüber. So, Miami, Leute. Das erste Mal Miami. Schon lange nicht mehr gefahren. Ich denke, da brauchen wir ein paar Runden. Känguru fürs Outgift. Ja, ich muss kurz ausweichen in der einen Kurve. Ich muss mal einmal kurz zur Seite hüpfen. Weiß jemand, ob man, wenn man Training 2 und 3 simuliert, wenn wir jetzt den Motor tauschen, dann wird der simuliert, dann kriegt der Abnutzung, oder? Ist das korrekt? Wenn wir jetzt den Motor tauschen. Oder sollten wir nur Training 2 simulieren? Und dann im... Wobei wir... Ich glaube, es ist besser, wenn wir im zweiten Training den Motor tauschen. Und dann drittes Training simulieren. Das ist, glaube ich, besser. Okay, let's go. Erste Kurve direkt schon mal richtig verhauen. Erste Sektor will noch gar nicht gut gehen. Bei alle Trainings, bis er hoch geht. Ja, er macht noch nichts, er raucht noch nicht.
Ja, wir haben zu krasse Reifenabnutzung. Viel zu krass. Ich glaube, das schaffen wir nicht, das Trainingsprogramm. Da sind wir zu hart am Pushen. Das wird nicht funktionieren. Wir sind richtig im roten Bereich, richtig hart. Wahrscheinlich nur ein bisschen mehr Frontflügel brauchen wir. Ja, die Reifen sind komplett überhitzt. Tja, starke Reifenabnutzung. Was tun wir? Vielleicht doch ein bisschen mehr noch in... Ja, lass mal kurz gucken. Setup. Oh Junge, schau mal. Reifenverschleiß auf der Geraden. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass der Reifenverschleiß auf der Geraden so krass ist? In den Sektoren, wo die Geraden sind, haben wir den größten Reifenverschleiß. Warum? Vielleicht wegen der Spur. Oder wegen... Warum? Verstehe ich nicht. Sturz. Ja, Sturz. Aber komisch. Da müssen wir vielleicht hier runtergehen. Interessant. Und wir machen Flügel vorne vielleicht noch ein bisschen. So vielleicht. Lass mal kurz nochmal probieren. Wir haben nur einen Punkt gesammelt. Einmal fliegende Runde kurz machen. Zu viel Downforce. Meinst du? Lass mal kurz checken. Oh, ich mag diese Linie nicht. Was soll denn das? Was soll denn diese blaue Linie? Also wenn es... Also Sturz und Spur haben wir umgestellt. Mach jetzt noch einen Versuch. War das in Australien auch schon so? Hat jetzt in Australien nicht ganz drauf geguckt. Also nicht so. Also hier hatten wir großen Reifenverschleiß. Überall, wo man halt rutscht, wo man zu viel rutscht. So, erster Sektor sieht gut aus. Ja, da geht es dann gleich wieder runter ein bisschen. Ah, verbremst. Ah, da sieht es gut aus. Jetzt gehen wir auf die Gerade. Sind wir halt eine ganze Sekunde. Oh ja, krass. Bis da runter geht. Ja, krass. Warum? Aber dieses Mal sieht es deutlich besser aus, oder? Also rein Setup-mäßig. Perfekt. Flügel 16, 17. Aber mit dem MyTeam-Fahrzeug, da kommst du ja gar nicht mehr um die Kurven dann. So, Reifenverschleiß sollte jetzt perfekt sein. Ja, perfekt. Okay, ich glaube, das war gut. Die Änderung am Setup war gut. Wir beenden die Session. Gehen dann kurz Training 2, tauschen den Motor aus. Sollte doch der Sturz sein. Besten ganz weg damit. Gucken wir gleich im Training 2 nochmal. Was wir da eingestellt haben. Aber eigentlich kann es gar nicht der Sturz sein. Wenn dann ist es die Spur. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben. Rein logisch kann es nicht der Sturz sein. Oder? Wenn dann ist es die Spur nach vorn.
Muss mal kurz nochmal Training 2 checken. Jetzt haben wir gar keinen Regen mitbekommen. Okay. Also kurz nochmal Auto-Einstellungen checken. Vordere Spur. Ja. Machen das weg. Wir gehen hier auf 0. Gehen da auf 0. Okay. So. Dann tauschen wir jetzt die Teile. Wir gehen jetzt auf Stufe 2. So, da werden wir jetzt ordentlich Zeit brauchen, bis es eingebaut ist. Können wir hier gehen wir auch schon, 62, hier gehen wir auch auf Stufe 2. Hier gehen wir auch. Oh, krass. Ah, da können wir noch auf Stufe 1 bleiben. Und hier. Nicht zu viele Komponenten auf einmal tauschen, sonst gibt es wieder nur Probleme. Hatten wir in der letzten Saison, also in der letzten MyTeam-Saison. So. Und dann können wir eigentlich beenden. Wenn wir es beenden, bauen sie es ein, oder? Hoffe ich mal. Und dann können wir eigentlich direkt ins Qualifying gehen. Das regnet dann. Es regnet dann direkt. Wir können jetzt hier beenden. Session beenden. Wir machen, glaube ich, Training 3 gar nicht. Auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Ich will nicht direkt wieder Verschleiß drauf ballern. Aber Training 3 können wir überspringen. Und gehen direkt rein zum Qualifying. So. Los geht's. Auf geht's. Ins verregnete Miami. Oder auch nicht, es regnet noch nicht. Es ist noch trocken. Es ist bewölkt. Es ist noch bewölkt. Okay. Wir machen 5 Kilo Sprit. Ich glaube, ja, Flügel. Lass mal. Wir brauchen relativ viel Front- und Heckflügel. Sonst kommt unser Auto gar nicht mehr um die Kurven. Fahren raus. Right, the car's ready. Let's get it out there. Auf geht's. Qualifying Nummer 2 für heute. Ich habe ein gutes Gefühl heute. Heute die Sessions laufen bisher. Australien, super geiles Rennen, super gutes Qualifying. Mal gucken, ob das Auto hier auch läuft. Verstappen fährt raus. So, erstmal wieder in Flow kommen. Hier in Miami. Und Dennis Hauger muss mal abliefern. Dennis Hauger muss heute mal zeigen, dass es kann. Sonst wird er direkt wieder verkauft. Direkt verkauft oder sonst. Holen wir uns Mika Häkkinen dafür. So, Predictions, Chat. Welcher Startplatz ist drin? Wo platzieren wir uns? Ich denke, 3 Versuche. 3 Tries brauchen wir im Qualifying. Mit Soft. Auf geht's. Versuch 1. Erster Versuch im Qualifying. Ja,
erste Kurve auch schon mal richtig mies. Also Sektor 1 ist super schwer. P12. Irgendwas um die 10 bis 12. 13 finde ich realistisch tatsächlich. Wenn wir 13. Platz schaffen, wäre es wahrscheinlich sehr, sehr stark. Nein. Bisschen zu weit raus. So, und jetzt über die bösen Curbs drüber bügeln. Schauen wir, wie da drüber gehen kann. Sehr, sehr geil. Der Vollgas über die Curbs räubern. Ja, die Geraden, die killen uns wahrscheinlich. Hamilton, schnellste Runde. Oh, einen Ticken zu spät. So, eine Sekunde hinter der Pole, das ist stark. Ich glaube, das ist gut. Sogar schneller als Magnussen. Im Moment. So, Garage. Kurz die Zeiten anschauen. Wir sind wahrscheinlich als Erster rausgefahren, so gefühlt. Aber eine Sekunde hinter Max Verstappen kann es sein. Eine Sekunde, Fünfter jetzt. Lass mal sehen. Ja, eine Sekunde hinter Leclerc. Ocon auf der 6. Was hatten... Er ist noch nicht so viel rausgefahren. Perez war auch noch nicht draußen. Einige noch in der Box. Dennis Hauger ist auch noch nicht rausgefahren. Sollte jetzt raus sein. Wir fahren gleich nochmal. Wird echt laut im 8. Gang, das stimmt. Die Runde war nicht so perfekt, eigentlich. Eine Sekunde hinter den Top-Leuten. Dafür ist es sehr stark. Lass mal noch eine Runde probieren. So, wir fahren nochmal raus. Und dann gehen wir auf einen letzten Schuss ganz zum Schluss. Das Ding ist, die KI fährt am Schluss richtig kranke Zeiten. Das ist mir auch schon öfter aufgefallen. Oh, es regnet jetzt! Jeff, sag doch was! LOL, wir stehen jetzt auf der 5, oder? Das können wir jetzt vergessen. Jeff. Jeff hat gar nichts gesagt. Jeff hat nicht gesagt, wenn es regnet. Jetzt ist plötzlich die Strecke schon nass. Wie schnell konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Es regnet einfach schon. Wir stehen auf dem 5. Platz, Mann. Da wird keiner mehr schneller sein. Wir gehen kurz nochmal in die Garage. Das wäre so abartig krank. Aber wir werden so krank zurückgereicht. Es fühlt sich schon wieder wie so ein Magnussen an. Lass mal kurz gucken. Die sind alle noch mit den... Lance Stroll ist auch noch mit den Softreifen draußen, aber das wird nicht schneller gehen. Da wird nichts mehr kommen. Das wäre viel zu krass, wenn da noch was geht. Wir stehen auf dem 5. Platz, Leute. Dennis Hauger, 15. Auch stark. Auch sehr, sehr geil. Dennis Hauger ist zum richtigen Zeitpunkt noch rausgefahren. Und weil die ersten 4 so schnell draußen waren, waren wir einer der ersten. Nice one, okay. Das heißt, wir haben wieder Chance auf Punkte. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Verstappen, Sainz und Lewis. Ihr könnt eure Predictions in die Tonne kloppen, Leute. Qualifying rum, aber keine Sorge, wir sind morgen zurück mit dem eigentlichen Grand Prix. Die Predictions könnt ihr direkt wieder reinkloppen, rauskloppen. 15. Platz für Dennis Hauger. Krass. Hinter den Top Teams. Und sogar noch vor, wo ist denn eigentlich... Wo ist denn... Oh Gott, Sergio Perez auf der 19. Perez 19. Platz. Let's go. Okay, mal gucken, ob es direkt am Start regnet. Wir müssen wieder 5 Autos überholen. Das ist das Ziel. Direkt 5 Plätze. Beziehungsweise 5 verschiedene Autos überholen. Das könnten wir hinkriegen. Prediction fürs Rennen, 9. Haut mal Predictions raus. Haut mal Predictions in den Chat. Wir gucken mal, was sagt denn der Wetterbericht eigentlich? Okay. Jeff sagt,
ganz am Ende Regen. Das heißt, ganz am Ende wird es spannend werden. Elfter wäre super, super mies wieder, wenn wir nochmal Elfter Platz werden. Aber realistisch, Elfter Platz ist halt ein realistischer Platz. 1700 Ressourcenpunkte, damit können wir jetzt uns auch nichts mehr kaufen. Außer wir... Ja, Moral ist überall niedrig, das ist echt böse. Böse, böse. Oder wir können vielleicht doch noch Flügelspiegel versuchen zu entwickeln. Und Gewichtsreduktion können wir vielleicht auch noch machen. Upgrade abgeschlossen, haben wir hier das verbesserte Material. MGUK, auch 30% Fehlschlagrate. Das machen wir noch, bevor wir reingehen ins Rennen. Wir sind jetzt sogar hinter Alpha Tauri zurückgefallen in der Entwicklung im Moment. Okay, los geht's zum Rennen. Also mein Tipp ist auch Elfter. Zehnter oder Elfter. Wenn wir es schaffen, dann vielleicht ein Punkt. Zehnter Platz wäre krass. Strategie, schauen wir mal. Ich glaube, dass wir sogar mit Hard starten. Ich glaube, die Harten sind in Miami sehr gut. Und dann fahren wir mit Hard so lange, bis es regnet. Das ist der Plan. Wir werden jetzt halt am Anfang wahrscheinlich mit den Hardreifen krass überholt werden. P12 ist realistisch. Schauen wir mal, wie die Hardreifen, also was uns da für eine Strategie vorgeschlagen wird. Die Ladezeiten sind echt krass extrem in MyTeam. Ich weiß nicht, ob es in einer anderen Karriere auch so ist. Aber bis es hier mal losgeht. Okay, es ist bewölkt. Die Formel 1 ist im Sunshine State angekommen und wir freuen uns auf atemberaubende Sonnenuntergänge. Wir gucken gleich nochmal auf die Startaufstellung. Und einen fantastischen Renntag am Miami International Autodrom. Positionen gibt. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Max Verstappen, so, moin an alle, die jetzt fantastische Runde gefahren zum zweiten Rennen kommen. Von der Pole. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Ich glaube, die Soft gehen zu schnell. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Hamilton, Leclerc, Mr. Monaco, Mr. Monaco von der 5. De Vries, Tsunoda, Albon, Russell, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Joe, Soft, Auge, Soft Inter, Gasly, Ocon. Ich glaube, wir fahren mit Weiß los. Norris, Perez, Bottas. Sergeant Bottas. Also dann, es wird Zeit. Wir Lance schalten Stroll runter zur Strecke für das heutige Rennen. Lance Stroll hat uns den Punkt geklaut. Den können wir vielleicht besiegen dieses Mal. Oh, krass. Die Hardreifen sind hier wohl keine Option. Doch, die sind angewählt. Mit Hard will Jeff losfahren. Ich glaube, Medium ist am Start. Ich glaube, strategisch. Oder wir gehen Medium, Soft und dann Inter. Aber wann regnet's? Ich schätze mal, dass wir mit den Hard losgehen. Wir haben so einen guten Startplatz. Und eventuell regnet's eh früher. Wir ziehen die Hardreifen so lang, wie es irgendwie geht. Los geht's. Oh Junge, die starten hier vorne alle mit Soft oder Medium. Launch map is good, but we need to learn the gears. So go into each one when you can. We're going to need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tires as well, please. Boah, das wird krass. Das wird ein krasses Rennen. Direkt hinter den Top 4 starten. Bin gespannt, wie lange der harte Reifen hält. Hart ist in Miami so ein bisschen der Geheimfavorit-Reifen. Der harte war in Real Life auch sehr, sehr stark. Auch in F1-22 war der harte Reifen sehr gut. Also in Miami sind es heute die ersten Punkte. Rennen Nummer 4. Und die ersten Punkte eventuell für Black Panther Racing. Je nachdem, ob wir da heile durchkommen. Einige Banden. Sollen wir echt keine Fehler machen. Miami ist extrem schwierig, was Grip angeht. Auch wenn wir hier deutlich mehr Grip haben im neuen Game.
Und die harten Reifen kommen halt gar nicht auf Temperatur in der Einführungsrunde. Also Leclerc, Hamilton und Co., die werden vorne wegziehen. Auftrag ist Magnussen. Magnussen startet übrigens von der 6, falls es jemand aufgefallen ist. Okay, Leute, es wird spannend. Das nächste Rennen der Saison. Sind es dieses Mal Punkte? Parken ein. Hinter Hamilton. Einfach mal hinter Hamilton in die Startaufstellung stehen. Superb parking there, mate. Let's make sure we get the edge on the surrounding drivers as the lights go out. Okay, so that's the rest of the grid forming up now. Be patient and watch for those lights. So. Viertes Rennen der Saison. In Schwarz, Rot, Gold. Ampel ist an. Und rein geht's. Und Leclerc hat gar keinen guten Start. Kommt da gar nicht in die Gänge. Und Verstappen auch nicht. Oh, kein Grip mit den Reifen. Junge, direkt mal Verstappen ins Auto gefahren. Kein Schaden. Rad an Rad gegen Verstappen geheizt. Magnussen dadurch Fünfter. Der wird direkt schon richtig Druck machen können. Mit den schnelleren Reifen. Schau mal, wie die durch die ersten paar Kurven direkt schon wegfahren. Verstappen hat richtig seinen Start verhauen. Der ist richtig, richtig schlecht drauf jetzt. Hamilton auf 2. Magnussen probiert's direkt schon. Verlieren wir da direkt den ersten Platz gegen Magnussen. Zu viel ERS dürfen wir auch nicht rausprügeln. Magnussen außen vorbei. Und da kommt nochmal ein Softfahrer mit durch. De Vries, der seinen Flügel da noch kaputt macht. Kommen wir nochmal vorbei. Also zu hart dürfen wir nicht kämpfen. Wir dürfen nicht zu hart in die Zweikämpfe gehen. Mit den harten Reifen hier. Möglichst wenig Zeit liegen lassen einfach auf der Strecke. Ein Platz geht's zurück. 29 Runden, wieder lange Renndistanz. Magnussen ist super gut dabei. Da bin ich mal gespannt, wie lang seine Reifen halten. Carlos Sainz mit einer 1,32 direkt schnellste Runde in Führung. Carlos Sainz, der Gewinner des Starts. So, wir müssen einfach schauen, dass wir jetzt Runde 3 an Magnussen dran sind. De Vries darf da nicht vorbeikommen. De Vries auch mit einem super Startplatz. Albon mit Medium. Aber ich glaube, das können wir hinkriegen, dass wir da direkt an Magnussen dran sind. In Runde 3, es sollte schaffbar sein. Auf den Geraden ein bisschen Windschatten mitnehmen. So, was macht der Motor? Wie gut ist der Motor noch? Der sollte ja ausgewechselt sein. Ja, sieht gut aus. So, immer schön in der Sekunde bleiben. Wir brauchen so viel Motorleistung auf der Strecke jetzt. Einmal kurz den Motor getauscht und direkt wieder alles abverlangen vom Motor. Und direkt zu spät rein in die Schikane. Komm, Runde 3, wir brauchen das DRS. Come on, Boy. Jetzt wird das ganze Feld so ein bisschen aufgehalten, leider. Magnussen ist raus aus dem DRS schon. Oh, wir werden jetzt wahrscheinlich zurückgereicht. Wir werden durchs Feld durch zurückgereicht. Magnussen ist super stark unterwegs. Ja, wir werden jetzt Platz um Platz verlieren mit dem Auto. Es war nicht möglich. Boah, De Vries kann hier schon durchziehen.
Okay, focus. We need to stay on form. Jetzt DRS gegen De Vries. Albon auch. Albon, schau mal, wie viel mehr Speed die haben. Albon geht an De Vries wahrscheinlich vorbei mit DRS. Und nochmal zwei Plätze verloren. Das fühlt sich echt an wie so ein Rennen im Haas. Mit einem super Startplatz und direkt in den ersten drei Runden geht's auf die 7 zurück. Ab geht's. Es darf nicht noch weiter zurück. Wir müssen irgendwie noch in den Top 10 auf jeden Fall bleiben. Problem ist nur, dass Russell auf der 9 ist. Auch mit Medium. Der wird super schnell auch da sein. Habe ich da gerade Regentropfen gesehen? Nee. Kann nicht sein. Es wird auf jeden Fall schon dunkler. Dennis Hauge auch nur 4 Sekunden Abstand. Komm jetzt. Gegen den Alpha Tauri im DRS. Wir brauchen noch ein bisschen Batterieladung, um da ranzufahren. Tsunoda im Windschatten. Tsunoda und Russell kommt da hinterher. Ja, also bisher läuft es eigentlich ganz gut mit den Hardreifen. Auch wenn die echt wenig Grip hier haben. Im Vergleich kommen wir immer noch ganz gut hinter den Top 6 hinterher. Aber die ersten drei, die haben sich halt echt krank abgesetzt. Wetterbericht. Wetterbericht. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Dry is definitely seem like the fastest tire at the moment. Ich glaube, Jeff, der sieht den Regen noch nicht kommen. Der sieht noch nichts, der hat noch keine Wolken entdeckt. Noch keine Regenwolken. Und wir sind echt immer noch sehr gut dabei. Komm, immer in der Sekunde schön drin bleiben. Russell hat es noch nicht weiter vorgeschafft. Wundert mich eigentlich, dass Russell da immer noch nicht weiter ist. Dass der es immer noch nicht an Tsunoda vorbeigeschafft hat. Ja, jetzt kommt Tsunoda nochmal. Russell auch mit dem offenen Flügel. Aber Topspeed reicht. Also Flügeleinstellungen sind gut gewählt. Wir haben jetzt nicht zu viel untersteuern in die Kurven rein. Das ist top. Fühlt sich super gut an, auch mit Hard. Und wir sind nicht zu langsam auf der Geraden. Das ist sehr überraschend. Aber man muss halt auch sagen, dass wir da einen neuen Motor drin haben. Der neue Motor ist eingebaut und wir haben natürlich auch DRS. Und der Freeze hat jetzt kein DRS mehr. Und ich schätze mal, dass die roten Reifen, die Soft, jetzt in die Knie gehen. So, jawohl. Und der Freeze geht's wieder vorbei. Die beiden Alpha Tauri, den schicken wir, die schicken wir jetzt beide in den Zweikampf rein. Okay, gaps of the car ahead is 2.2 seconds. Ja, die werden jetzt direkt wieder kommen. Oh, Russell geht durch. Russell hat gerade beide überholt. Aber wahrscheinlich, weil die Soft jetzt halt auch komplett tot sind. Nein! Wir haben Motorschaden. Wir haben Motorschaden. Wir haben gerade einen neuen Motor. Es war so klar, oder? Es war so klar,
Und Hamilton fährt da noch hinten drauf. Okay, red flag, mate. Red flag. No overtaking, und rote Flagge. Warte mal. Ach, wie geil. Nein. Nein, hör mir auf. Hör mir auf. Das kannst du jetzt keinem erzählen. Wir haben einen Motorschaden. Wir haben einen Motorschaden gerade. Hamilton fährt hinten rein, scheidet aus. Dadurch gibt es eine rote Flagge. Und jetzt sind wir wieder mit im Game, oder was? Ja, Mann! Ja, Mann! What the hell? Was geht ab? Das habe ich ja... Das ist die erste rote Flagge überhaupt. Dadurch, durch den Motorschaden. Und wir können einfach weiterfahren. Wir sind im Game noch. Ist das Luck? Die Frage ist halt, geht der Motor wieder hoch? Wir bearbeiten die Strategie. Red Flag. Geht der Motor nochmal hoch? Sollen wir nochmal hart nehmen, Chat? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Die Red Flag hat den Motorschaden überspielt, ja? Geil. Also die Frage ist halt, was jetzt passiert. Wenn wir jetzt losfahren mit Hardreifen, dann in der ersten Runde direkt wieder Motorschaden haben. Medium, Medium. Stimmt, jetzt können wir eigentlich mal die Medium auspacken. Medium und dann wird es eh regnen. Ja, sieht gut aus. Stint 2, Stint 3 und dann Stint 4. Warte mal, Stint 3 können wir wahrscheinlich schon die Intos auswählen. Ah ne, das geht nicht. Ja, machen wir mal so. Dann geht es wahrscheinlich dann auf die Intos. Okay. Ja, let's go. Der Motor wird kurz repariert. Wir warten noch kurz, Leute. Wir müssen noch 2 Minuten warten, weil die Jungs, die müssen ja kurz den Motor austauschen. Aber was ist jetzt los? Also ist jetzt der Motor wieder bei 0%? Oder wie funktioniert das jetzt? Wurde es trotzdem durchgereicht? Wo steht denn die Platzierung? Das stimmt, wir wurden jetzt durchgereicht. Das stimmt. Man kennt das doch aus dem Bahnleben. Ja, die zwei Minuten, die geben wir den Mechanikern kurz. Ich glaube, dass wir die harten nicht nehmen. Denn wir sind jetzt gerade viel zu weit zurückgereicht worden. Durch den Motorschaden. Wir nehmen die Medium. Okay. Los geht's. Rennstrategie bestätigen. Ab geht's. Oh, oh, der Motor raucht. Seht ihr das? Der Motor raucht. Ja, war klar, oder? Wir können nicht fahren. Der Motor ist tot. What the fuck? What? Wir können kein Steuer übernehmen. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Fährt die KI selber jetzt mit Motorschaden? Haben wir gerade die KI jetzt einfach das Rennen fahren? Okay, Dennis ist out of the race. Dennis ist out of the race. Dennis Hauger hat auch DNF. Der hat auch einen Motorschaden. Aber unsere KI fährt jetzt. Unsere KI macht das. Geil. Absolut geil. Lol. Okay. Ja, was machen wir jetzt? Lassen wir den so weit fahren, bis er vielleicht wieder ein paar Plätze gut macht? Oder was tun wir jetzt? Der Motor ist absolut blown away. Komplett blown. KI holt sich die Punkte mit kaputtem Motor. Zuschauermodus.
Ich glaube, egal wie das Rennen jetzt ausgeht, selbst wenn die KI jetzt da weiter vorkommt. Ja, nee, nicht Neustart. Der Motor ist geplatzt. Der Motor ist hoch. Ja, dann noch ein Rennen. Haben wir heute 3 Rennen, oder? Perfekt, wir machen nochmal ein Rennen. Was ist denn als nächstes dran, überhaupt nach Miami? Ja, wir retiren. Session beenden. Was passiert jetzt, wenn wir die Session beenden? Ist auch did not finish. Jetzt sind weggespinnt. Zack. Weggespinnt. Okay, also komischerweise gewinnt Red Bull und Verstappen. Aber was ist jetzt? Selbst wenn wir neu starten, gibt es wieder Motorschaden. Max Verstappen übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Fahrerwertung. Also Stefan, lass uns mal drüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten als Fahrer des Tages zählt. Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonders beeindruckendes Kunststück während des Rennens. In diesem Fall hat mich jedoch die solide und saubere Fahrweise von Max Können wir die Wiederholung nochmal anschauen? Wann ist das passiert? Runde 7? Da ist es schon. Runde 6 und dann war plötzlich, dann kommt da Hamilton angeschossen. Oder war das Russell? Nee, das war... Da ist der Motorschaden dann irgendwann. Hier ist der Motorschaden. Pass auf, hier. Hier ist der Motorschaden. Da geht das Auto hoch. Hamilton fährt hinten drauf. Und bumm. Hä? Hä? Hamilton ist doch da hinten drauf gerauscht. Ja! Nein! Das war Dennis Hauger! Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Was ist denn hier passiert? Das willst du mich verarschen. Der Teammate. Durch den Teammate. Also ich glaube, der Teammate wollte uns gerade retten. Nochmal. Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Tschüss. Läuft richtig gut in Miami. Läuft immer richtig gut. Jetzt regnet es übrigens, ne? Black Panther Team ist high. Super. Okay, wir gehen direkt zum nächsten Rennen, Leute. Wir fahren 3 Rennen heute in dem Fall. Komischerweise ist in F1 22 auch in der My Team in Miami der Motor hoch. Weil man in Miami das allererste Mal den Motor tauschen muss. Australien lief ganz okay. Australien war ganz cool. Also Leute, nur kurz für euch zur Info vielleicht. Ich werde diese MyTeam-Karriere, habe ich das letzte Mal schon gesagt, komplett live am Stück lassen, ohne dass Videos kommen. Weil ich finde das live einfach irgendwie viel cooler. Ohne dass ich da Videos schneiden muss. Und ich werde in ein paar Wochen oder ein, zwei Wochen wahrscheinlich eine Fahrerkarriere noch anfangen. Ich feiere das einfach viel mehr, hier live die MyTeam-Sachen durchzuhauen. Das ist irgendwie viel cooler. Weil gerade sowas wie eben ist doch viel witziger, wenn das halt live ist. Oder? Wie seht ihr das? Also, kurz nochmal zur Zusammenfassung. Wir scheiden beide aus durch diesen absolut brillanten Teamerfolg. Wir gehen dadurch weiter, haben gegen Hülkenberg natürlich absolut keine Punkte gemacht. Anerkennung plus 1400. Der Typ ist gefeuert. Der fährt einfach hinten rein, obwohl wir Motorschaden haben. Null Cash. Überhole bei einem Rennen 5 verschiedene Fahrer. Null Cash. Was wurde eigentlich mit Predictors für das Rennen? Wer hat da gesagt P9, P8? Hat irgendjemand geschrieben. Cash haben wir trotzdem ein bisschen was bekommen. Cash haben wir trotzdem. Schau mal, wir sind schon bei Runde 5. Wir sind schon bei Rennen 5. Das ist jetzt der zweite Stream. Wir sind bei Rennen 5. Jetzt müssen wir natürlich, was natürlich ganz, ganz klasse ist, wir müssen nochmal einen neuen Motor einbauen. Ist super, oder? Das ist klasse. Das war so klar.
Aber irgendwie ist es immer, wenn man zu viel Komponenten auf einmal einbaut. Wobei, das wären jetzt nicht so viele Komponenten gewesen eigentlich. Also es waren 3-4 Komponenten haben wir umgebaut. Stimmt, Sprungmarken. Das ist eine sehr gute Idee, danke. Das machen wir. Das machen wir in den Stream rein. Ab nach Monaco. Warte mal. Monaco ist dran. Ja, Leute, heute wird ein langer Abend. Oder Monaco wird direkt wieder Ausfall. So, Teamaktivitäten werden festgelegt. Die haben wir wieder einfach komplett belegen lassen. Wir machen Schwerpunkt Chassis. Strapazierfähigkeit, Teamaufbau. Reaktionstraining, Aero, Ausrüstungsupgrade. Cash haben wir genug. Können wir direkt wieder vielleicht in F&E rein investieren oder irgendwas machen. Defektwahrscheinlichkeit, Aerodynamik verringern. Komm, wir geben alles Geld aus. Qualitätskontrolle, Aerodynamik. Gucken wir mal drauf. Also, 18. Platz, 18. Platz, 11. Platz, 21. Platz. Aktuell sieht es noch nicht so gut aus. Wir entwickeln noch, wir haben ein paar, wobei wir haben keine Ressourcenpunkte, das sind zu wenig. Wir spulen weiter zum Event. In den Simulator gehen oder am Meeting teilnehmen. Dann gar nichts machen. Okay. Einfach gar nichts machen. Okay. Upgrades werden eingebaut. Geringer Kontostand, das ist uns egal. Vertrag vom Teamkollegen müssen wir noch nicht erneuern. Das ist, passt alles. So, müssen wir mal kurz schauen, wie viele Ressourcenpunkte haben wir immer noch nicht genug. Die neuen Teile wurden ohne Probleme alle Teile eingebaut. Strapazierfähigkeitsabteilung. Ja, es kommt gleich direkt das nächste Rennen. So. Nach mehreren Durchgängen im Simulator hat Hauke vorgeschlagen, dass wir mehr in die Strapazierfähigkeitsabteilung investieren. Das ist, ja. Gebt euch das mal. Dennis Hauger hat vorgeschlagen, mehr in die Strapazierfähigkeitsabteilung reinzustecken und fährt uns hinten drauf, während wir einen Motorschaden haben. Und dann schlägt er vor, ja, Leute, wäre eigentlich ganz cool, wenn das nicht mehr passiert, dass ich da nicht mehr hinten drauf fahre. Wenn Hauger das sagt, wird es schon stimmen. Oh. Das war keine leichte Entscheidung, aber du bist gut damit umgegangen. Danke. So, Monaco Motor 1 rein, Mann. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee eigentlich. Lass mal kurz überlegen. Wir müssen jetzt eh gleich ins Training gehen. Lass mal kurz das Fahrzeug nochmal umrüsten. Ja. Wir bauen auf jeden Fall. Ja, wobei der Motor 1, das ist, den kannst du gar nicht mehr nehmen. Wir rüsten kurz die Komponenten um auf erste Stufe für Monaco Training. Bauen dann wieder um. Perfekt. Wir gehen mal rein zum großen Preis von Monaco. Zum Rennwochenende. Wir haben noch Nachrichten. Alle Dinge sind erledigt von Charlie. Mechanisches Versagen übrigens. Wer hätte es gedacht? Wir gehen zum Rennwochenende Monaco. Schlauer Teamkollege. Wahnsinn. Hat er nicht durch das Alter keine Leistung mehr? Ja, das stimmt. Wir nehmen den jetzt nur zum Training. Ich werde den jetzt nur zum Training benutzen, weil ich glaube, wir brauchen ein paar Runden Training. Monaco brauchen wir schon. Schätze ich mal. Also, Training 1. Let's go. Ressourcenpunkte haben wir nicht mehr. Oder zu wenig, eher gesagt, zur Strecke. Mann, das ist eigentlich schon wieder schade, dass ich es nicht aufgenommen habe, weil da könnte man gut aus der Szene von dem Motorschaden einen guten Clip machen. Könnte man echt einen guten Clip draus machen. Heute nur gute Ideen von dir. So. Also, Monaco, Lieblingsstrecke. Ich mach keinen Witz. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts on the car, we'll just confirm they're performing to spec. So, es wird krass, Leute. Wir hauen jetzt Monaco runter.
Die hauen Monaco runter, so richtig. So. Grazie, ragazzi! Grazie! Grazie! Schmutzifo, nochmal zum Trost. Nur einen Schluck trinken. Okay, danke. Danke fürs Erinnern. Setup-Reaktion machen wir wieder, ja. Wenn dann die Leute wieder voll auf F1-23-Hype sind, dann machen wir das wieder. Aber im Moment ist noch zu früh. Im Moment haben noch nicht alle ein Setup aufgebaut. Oder nicht zu wenig vielleicht. So, wir gehen hier nochmal in das Benzinmanagement rein. Das ist bisher immer die beste Möglichkeit, um das Auto zu testen. Ja, ist echt eine meiner Lieblingsstrecken tatsächlich, Monaco. Das ist kein Witz, das ist wirklich so. Monaco ist geil. Monaco ist absolut geile Strecke. Weil so nah an den Mauern fahren. So, RS machen wir jetzt mal. Ah, wir können es gar nicht umstellen, das RS. Aber das Problem ist halt, dass dieses Auto hier in Monaco echt nicht so gut ist. Es wird halt aerodynamisch, technisch richtig schlecht sein. Ja, pass auf Leute, wir werden hier ein richtig starkes Qualifying hinlegen. Fuck, ja stimmt, die KI hat den Kühlschrank zerlegt. Hä? Deswegen fährt er sich gerade so komisch durch die Kurven. Nochmal rein in die Box. Schmutzewer hat eine Mitgliedschaft verschenkt, danke. Vielen Dank, everyone. Springen. Einfach Flügel kaputt beim Rausfahren. Car repairs have set us back a little. Können wir das nochmal machen? Nochmal rausfahren? Oder geht dann wieder was kaputt? Okay, let's go. Ja, mal gucken. Hey Matze! Selbstfahren finde ich hier mega gut. Was denn? Ist das dein Ernst? Was ist heute los? Was ist denn heute los? Wir können nicht selber rausfahren. Das heißt, fliegen wir wieder Reparaturzeit. Okay, wir werden wohl eine fliegende Runde machen müssen. We've had to spend time repairing the damage to the car. Jeff, du hast die ganze Zeit verarscht. Also, wenn Benzinmanagement. Grazie. Thank you, guys. Grazie. All of you. Oh, grazie. Also, Start und fliegende Runde. Meine Güte. Ist der Flügel jetzt wieder kaputt oder kommen wir jetzt dieses Mal mit einem heilen Auto hierher? Testing fuel management here, so try to lift the coast going into the corners. Don't be too aggressive on the power, but remember, you still have to beat the minimum lap time. Ich hab gedacht, ich hätte ihn jetzt kaputt gemacht. Wir werden das Trainingsprogramm kurz rocken. Richtig krass runterbügeln. Schau mal, 7/10. Ist das easy, das Trainingsprogramm. Einmal noch Lift and Coasten.
Ich habe das Gefühl, es wird ein gutes Rennen wieder, wenn es keinen Motorschaden gibt. Aber easy. Eine Sekunde sogar. Okay, wir werden jetzt gleich die Teile wieder austauschen im Training 2. Okay, jetzt habe ich verkackt. Lass mal kurz nochmal über die Linie fahren. So. Okay, wir werden jetzt Session beenden machen, zum Training 2 gehen. Motor sieht schon wieder gut aus. Muppet Show F1. Aber toll ist so ein Bug nicht, bestimmt. Aber mein Gott, wird schon wieder behoben werden. Die Session ist jetzt abgeschlossen, also. Das haben wir doch bisher jedes Jahr. Jedes Jahr war doch irgendwas am Anfang, wenn das Spiel quasi offiziell noch gar nicht draußen ist, dass irgendwas los ist. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres. Also wir gehen zu Training 2, hauen auch hier wieder den neuen Motor rein. Zur Strecke. Bauen den neuen Motor wieder drauf. Und dann haben wir direkt wieder einen Motorschaden wahrscheinlich. Lass mal kurz gucken. Ah, halt. Ich wollte hier... Ah, wo sind wir? Hier. Fahrzeug. So, wir bauen... Vielleicht bauen wir nicht zu viel Komponenten um. Die müssen wir... Die drei. Wir bauen die... Ja, den müssen wir auch. Den müssen wir auch machen. Den müssen wir auch. Alle wieder. Ja. Ist leider so. Kommen wir nicht drum herum. Ja, da gehen wir jetzt zum Qualifying. Und da jetzt, ich glaube, Setup ist gut. Setup passt, denke ich. Es sollte passen. Wir haben maximal hohe Flügeleinstellungen. Wetter habe ich noch gar nicht geschaut, aber es sieht trocken aus. Wir überspringen direkt die Nachrichten. Hülkenberg müssen wir dieses Mal besiegen. Wir haben schönes Wetter und wir gehen zum Qualifying Day rein. Okay. Dennis Hauger ist ein netter Kerl. Das sieht voll nett aus. Heckantrieb. Ja, schauen wir mal, ob wir dieses Mal beim Boxenstopp... Hoffentlich, dass der Boxenstopp hoffentlich klappt. Okay, rein geht's. Bewölktes Monaco. Wie viel Flügel hast du? 50. Alles Maximum. Maximum gestellt. Krass, anstrengender Abend heute. So, also. Wir werden jetzt die Pole holen, Leute, in Monaco. Wenn ich jetzt rausfahren drücke. Das machen wir nicht. Wir machen fliegende Runde, lieber. Wir machen fliegende Runde, sonst haut er wieder den Flügel weg. Okay. Es ist bewölkt im Qualifying. Qualifying-Tag, aber es wird schon. Wir sind einfach nur safe, gucken, dass wir durchkommen. Einfach safe. Mal direkt ein bisschen quer stehen in der ersten Kurve. Das ist der erste Versuch. Yuki Tsunoda direkt mit einer guten Zeit. So, wie viel Flügelschäden gibt es heute noch? Chat? Wie viele Flügelschäden insgesamt? Qualifying und Rennen. Prediction, please.
Ja, die Runde sah schon mal gar nicht so schlecht aus für die erste Runde. Oh, Russell mit einer 1, 11, 9. Dritter Platz. 7 Zehntel hinter Russell. Gar nicht so schlecht. Wir gehen nochmal zurück in die Garage. Guck mal, was macht Dennis Hauger. Die Runde war stark. Die war nicht schlecht für Black Panther Racing Verhältnisse. War die schon mal echt gar nicht so schlecht. Ich springe kurz ein paar Minütchen vor. Ah, okay, wir werden schon zu gut zurückgereicht jetzt. Okay, dann fahren wir jetzt nochmal raus. 10 Minuten. 9. Platz aktuell. Nochmal neue Reifen drauf. Nochmal fliegende Runde müssen wir machen. 4, 3. Wer bietet mehr? 8. Oh, 8 ist viel. 3 oder 1. Okay, Versuch Nummer 2. Ich schätze mal, dass wir wieder alle Softreifen benutzen, die wir haben. Im Qualifying. Auf geht's. Oh, wir haben eine lila erster Sektor. Ah, der war nicht gut, der Sektor jetzt. 4 Zehntel liegen lassen. Halbe Sekunde liegen lassen. Können wir eigentlich fast wieder in die Box fahren. Aber 9. Platz wäre auch gut. Das wäre auch schon recht stark. We've only got 2 laps of fuel left. Ja, okay. Das wird nichts mit einer besseren Zeit für den Moment. Oh, erster Sektor war krank. Kranker erster Sektor. Was macht Dennis Hauger? Wir gehen nochmal in die Box rein. So. Bei jedem Boxenstopp im Rennen Flügelschaden. Das glaube ich nicht, weil der fährt ja dann nicht aus der Box raus. Jetzt sind wir... Ja, lass nicht über Miami sprechen. Lieber nicht. Aber kannst ja zurückspulen im Stream. Dennis Hauger, 20. 10. Platz wäre insane krass. Spulen nochmal. Fahren als letzter raus. Okay, nochmal Konzentration. Wer ist da? Joe? Wir sind immer noch. Ah ne, 10. Oh. Wir lassen noch den Alonso durch. Über Stroll ist das. Und jetzt geht's los. Der letzte Versuch. So, nicht in den Dreck reinfahren, nicht in die Marbles. Geht nicht mehr, wahrscheinlich. Zwei Zehntel hinten dran. War besser als Hülkenberg im Moment. Ein Zehntel noch. 2 Zehntel.
Zwei Zehntel. Und es ist keine Verbesserung. Keine Verbesserung im Grid. Platz 10. Letzter Sektor habe ich gerade ein bisschen zu wenig mich getraut, aufs Gas zu gehen. Da wäre vielleicht noch ein bisschen was gegangen. Drei Zehntel wären es gewesen. Drei, vier. Vier Zehntel oder so wir vielleicht. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber ja, bevor krass. Es losgeht, werfen Guter wir Startplatz. Einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Leclerc, Perez Passt und schon ein bisschen George zu gut. Russell. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird auf jeden Fall ein fantastisches Event. Cam Settings, ich mache noch ein Video zu den Cam Settings. Keine Angst. Kommt noch ein Video. Einfach abwarten. Dennis Hauger wieder 20. Dennis Hauger ist halt eine ganze Sekunde hier hinten dran. Aber Leute, wir müssen jetzt erstmal den ersten Punkt einfahren. Wir sind jetzt bei Rennen Nummer 5. Oder? Rennen Nummer 5. Wir haben noch keinen Punkt. Noch keinen Punkt eingefahren in der Saison. Das wäre schon mal an der Zeit. Und jetzt ist halt das Ding, der Sponsor verlangt ja, dass wir 5 verschiedene Autos überholen. Das heißt, bei diesem Rennen werden wir eventuell kein Cash bekommen. Da werden wir eventuell nichts bekommen. Rennen 5 von 16. Schau mal, wie schnell das geht. Da haben wir schon beim 5. Rennen. Okay. Also, bevor wir reinstarten, werden wir kurz nochmal auf unsere Abteilung schauen. Wir müssen ganz dringend das ein oder andere Upgrade noch machen beim Chassis auf jeden Fall, wenn da was geht. Aber da geht halt auch nichts. Da ist halt auch gar nichts freigeschalten. Zündanlage. Zündanlage machen wir. Antrieb. Haben wir noch 1000 Punkte investiert. Es geht halt echt nichts vor. Jetzt schauen wir mal, Alpha Tauri ist drittstärkstes. Alpha Tauri hat einen richtig krassen Sprung gemacht. Die waren am Anfang letzter Platz, Alpha Tauri. Und jetzt haben die plötzlich mal kurz Alpha Romeo überholt. Und dann sind wir wieder auf dem letzten Platz. Das ist super, super traurig. Und trotzdem 10. Platz im Rennen. 39 Runden jetzt Monaco. Warum nur 16 Rennen? Dass man ein bisschen variieren kann. Mit verschiedenen Karrieren. Und dass sich eine Saison dann nicht so krass langzieht, dass es ein bisschen flotter geht. Dass Fahrerwechsel auch ein bisschen früher kommen. Der Cam-Dings wird noch eingerichtet. Dann mache ich noch, wenn das Video kommt. Dann könnt ihr Ausrufezeichen Cam schreiben. Ja, kommt noch ein Video, keine Angst. Cam-Settings gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das dürft ihr dann im Video anschauen. Okay, wie immer, zum Renntag dauert es wieder ein bisschen. Los geht's. Ein echtes Straßenrennen im wahrsten Sinne des Wortes. So hat Mr. Monaco, der großartige Graham Hill, damals diese Kultveranstaltung beschrieben. Die Autos haben sich in dem seither vergangenen halben Jahrhundert extrem verändert. Oh je. Aber sie fahren immer noch auf denselben öffentlichen Straßen am Mittelmeer. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Gucken kurz nochmal drauf. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Wo ist denn eigentlich Verstappen? Direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Hamilton. Ich lasse es eigentlich immer ganz gern durchlaufen, dass man mitbekommt, wer irgendwelche Strafen bekommt. Fernando Alonso. Also Verstappen wieder weiter hinten irgendwie. Joe, Perez, Stroll, Hülkenberg. Ja, okay, hat sich nichts getan. Ocon, Magnussen. Hat sich nichts geändert. Tsunoda, Oscar Piastri, Hauge, Sargent. Hauge, 19. Sargent. Und ich lass uns mal kurz mit Charlie. Okay, das können wir skippen. Jetzt gehen wir rein. Also, Sprit machen wir ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, wie krass die Abnutzung sein wird. Krass, dass man hier mit den Harten losfahren soll. Was ist denn das für eine Strategie für Monaco? Hartreifen. Mit den Hartreifen starten. Seht ihr das auch so? Oder Soft? Nee, wir starten. Ich glaube, wir starten mit den Mediums. Wir starten mit Medium, gehen wenn dann danach auf Hard.
Die Hartreifen, die gehen wahrscheinlich nicht gut am Anfang in Monaco. Und das ist blöd, wenn man dann direkt richtig unter Druck ist am Start. Mit viel Benzin an Bord ist nicht gut. 39,7 Runden sollte reichen. Software-Klassiker. Ich glaube, Medium ist gut. Wir werden mal mit dem Medium anfangen. Los geht's. Einführungsrunde. Ah, es sind aber auch einige auf Hard vorne. Okay, so everything looks good on the power unit cycles, so let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. So, also Norris. Oh mein Gott. Schon der erste Flügelschaden wäre das gewesen. Direkt in der Einführungsrunde wäre das direkt Flügelschaden gewesen. Alonso können wir wahrscheinlich nicht so leicht überholen, aber Norris wird Alonso. Ah, guck, Neunter. Gab doch eine Verschiebung im Grid. Neunter Platz. Zwei Punkte. Es ist noch nicht vorbei. Wir fahren erst gerade die Einführungsrunde. Wir haben sehr viele Runden hier in Monaco zu gehen. Okay, Konzentration. Ich hoffe, dass der Flügel jetzt dran ist, wenn wir losstarten. Und dass es den nicht schon weggehauen hat in der Einführungsrunde. Also, Prediction Flügel. Ich habe sehr oft die 1 gelesen. Einmal Flügelschaden. Also wir sind ja nicht auf Simulationsschaden unterwegs, von dem her wird es vielleicht auch halb so wild. So, auf ein gutes Rennen. Ohne Motorschaden hoffentlich. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. Okay, das werden anstrengende Monaco-Runden jetzt, aber wir schaffen das. Auf geht's, 39 Runden Monaco. Hinter Alonso geht's los. Alonso, schlechter Startplatz. Und rein geht's. Norris ist auch nicht perfekt weggekommen. Hoch geht's. Erstes Mal zum Casino hoch. Grip ist da. Grip ist direkt da. Einführungsrunde war gut. Reifen gut warm gemacht. Ich bin gerade froh, dass ich mit den Medium losgefahren bin. Und Alonso hat direkt den Platz gut gemacht gegen Norris. Da stechen wir jetzt noch nicht rein in der ersten Runde. Das wäre direkt schon viel zu riskant. Wenn wir in die Löskurve direkt schon reinballern. Norris können wir auch so holen. Ich denke, dass wir Norris kriegen können mit einer guten Performance auf den besseren Reifen. ERS ist noch vorhanden. Wir müssen nur gut mit den Reifen umgehen. Einfach gut mit den Reifen haushalten. Let's go. Erste Runde überlebt. So, Norris hat direkt schon abreißen lassen müssen. Zu Alonso. Na krass, hier muss man sich halt so hart konzentrieren in Monaco. Das ist echt unnormal manchmal. So, jetzt vielleicht der erste Angriff gegen Norris, den schlechteren Reifen. Aber Monaco ist halt so ein Geduldsspiel. Also Norris darf halt kein DRS gegen Alonso haben dann. Komm schon.
Jawohl, Norris ist draußen aus dem DRS. Das heißt, er wird jetzt kein DRS haben. Und ich denke, dass wir gegen harte Reifen vielleicht im DRS vorbeikommen können, wenn es gut läuft. Wenn wir die Batterie jetzt auf der Runde laden, können wir in Runde 4 an Norris vorbeigehen. Boah, durchgedriftet durch Turn 1. Erstmal clean erste Runden hinballern. Ja, guck an, Norris hat schon richtig Struggle. Norris kämpft schon. Aber Alonso wird da ein bisschen aufgehalten gerade, glaube ich. Alonso wird aufgehalten von den beiden Ferraris. So, jetzt aus dem Tunnel raus. Klappt's hier vielleicht schon? Es klappt hier schon. Let's go. Nee, reicht nicht. Das ist Monaco, Leute. Das ist Monaco. Wir sind Mr. Monaco. Ja. Also wenn wir den Namen verdient haben, dann müssen wir auch hier Punkte holen. Wenn wir Mr. Monaco bleiben wollen für die Karriere, dann müssen wir hier die ersten Punkte einfahren. Komm schon. Hat nicht ganz gereicht. Wieder DRS hat nicht gereicht jetzt. Da ist Norris halt, der McLaren ist ein bisschen zu schnell. Außer wir machen den Todes-Undercut. Den Todes-Undercut dann auf die Hardreifen. Aber jetzt haben wir erstmal Runde 4. Es sind noch viele Runden zu fahren. Nicht zu viel Reifen schmelzen lassen. Wir sind immer nach dem Tunnel nah dran. Boah, Leute. Boah, da hat Norris gerade nochmal so Platz gemacht. Hätte es auch reinziehen können, dann wäre Feierabend gewesen. Norris spielt da im Moment ganz gut mit. Im Moment sieht das hier nicht schlecht aus. Jetzt kommt. Da wird die Gerade wieder nicht reichen, oder? Nee. Hoch zum Casino nochmal. Ausbeschleunigen. Oh! Also jetzt, der blockiert halt komplett jetzt. Können so viel schneller fahren. Hinten, Norris. Hinten. Das ist genau der Grund, warum ich nicht mit den Hardreifen losfahren wollte. Weil man dann so viel Druck von hinten bekommt. Ja, einfach safe jetzt. Einfach safe. Jetzt sind wir wieder nicht nah genug dran. Gegen Norris. Wann ist ein Boxenstoppfenster geplant? Das muss ich gleich mal nachschauen gleich. Und da herstehen. Reifentemperatur ist relativ hoch vorne. Die Reifen werden ein bisschen zu warm im Moment. Auf geht's. Wieder ein paar Runden ERS laden. Aber es ist im Moment halt unmöglich, Norris zu überholen. An Alonso wird man wahrscheinlich eh nicht vorbeikommen. Weil Alonso einfach zu schnell ist. Der ist halt auch auf den gleichen Reifen. Und da würde selbst auf den Reifen halt auch nichts gehen. So, runter, erster Gang. Motor ist gut. Motor ist wieder top. Der muss jetzt nur durchhalten, dieses Rennen. Einfach halten, komm. Und wieder nah dran. Wieder sehr nah dran. Ah, das reicht jedes Mal nicht. Das ist einfach zu krass, die Anbremszone. Puh.
Oh, war das knapp an der Leitplanke. Beinahe erster Flügelschaden. So, was machen die Reifen? Ja, geht noch. Das ist echt krass. Welche Stelle? An welcher Stelle geht's vorbei? Komm. Das Ding ist halt, Norris, der wird halt ewig auf den harten Reifen bleiben können. Overcut, ja, das könnte auch eine Lösung sein. Overcut könnte auch die Lösung sein. Aber ein Overcut ist halt eher schlecht, wenn man das gegen einen Hardfahrer fährt. Dann wird wahrscheinlich eh kein Overcut möglich sein. Weil Norris wahrscheinlich ewig auf diesen Reifen bleibt. Ein Zwei-Stop macht auch keinen Sinn. Ja, hinten Gasly schließt schon auf. Gasly aber der einzige Verfolger eigentlich. 11 Sekunden auf Dennis Hauger. Dennis Hauger ist aber gut unterwegs. Hat beide Williams geholt. Beide Williams vernascht hat er. Wir gehen jetzt nochmal in die Attacke. Irgendwann muss Norris den Fehler machen. Komm, irgendwann macht er ihn. Es ist gelb. Nein, nicht nach dem Tunnel jetzt gelb. Oh nein. Verstappen Motorschaden. Verstappen stellt das Auto ab. Kein Safety Car, weiter geht's. Wo stellt Verstappen sein Auto ab? Jetzt hat er so eine gute Führung rausgefahren. So eine gute WM. Direkt für Red Bull sehr viel Punkte geholt und jetzt in Monaco mit ausgerechnet einem Motorschaden ausfallen. So, was macht der Motor? Ja, gut aus. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Das werden Punkte heute. Ich schätze mal, dass Mr. Monaco heute die Gelegenheit hat, Punkte zu holen. Das wird die beste Gelegenheit wahrscheinlich im ganzen Kalender sein. Mit dem Startplatz heute Punkte. So, Alonso auf der 6. Alonso ist sehr weit hinten. Den habe ich irgendwie nicht so weit hinten erwartet. Die Mercedes sind übel stark. Die sind sehr weit vorn mit dabei. Immer nur das gleiche Heck anschauen. Das ganze Rennen, 9 Runden lang jetzt schon. 28% auf den Hinterreifen. Oh, jetzt wird aber langsam. Was ist da los? Norris macht einen Fehler. Nein. Norris macht uns den Flügel kaputt. Das wäre die Möglichkeit gewesen, außenrum vorbeizugehen. Flügel ist im Eimer. Leicht angeknackst ist er. Frage ist, ob wir da weiterfahren können. Gut. Schätzen wir schon. Das ist jetzt so ein bisschen wie Sainz in Monaco mit Flügelschaden. So, einen Flügelschaden haben wir schon mal. Und das war nicht mal eine Leitplanke. Der Flügelschaden.
Das ist immer noch nicht vorbei jetzt, Mann. Ich überlege, ob wir reinkommen. Oder ob wir noch ein paar Runden dranhängen können. Ob die Performance jetzt da leidet, ob sie zu arg leidet. Ja, wenn wir jetzt reingehen, dann hat so viel Positionen verlieren, wenn wir den reparieren lassen. Ja, das wäre die Gelegenheit gewesen. Ja, wir bleiben erstmal draußen. Im Moment ist die Position sehr gut. Durch den kleinen Kontakt mit Norris. Aber ich weiß nicht, ob er da irgendwie gegen die Leitplanke gedonnert ist, Norris. Wir werden auf jeden Fall, denke ich, den Flügelschaden nicht reparieren lassen. Stellen es auf 9. Ja, das ist unser Tod jetzt. Norris ist der Tod, einfach. Gasly, da haben wir einen ordentlichen Vorsprung. Joe ist auch schon relativ weit weg. Das Feld zieht sich gerade sehr weit auseinander. Jetzt einfach schön wieder ranfahren. Maximal ERS sparen jetzt. Ich werde jetzt nicht mehr auf ERS drücken. Wir werden jetzt keine Leistung mehr unnötig verpulvern. Ja, es geht immer noch voll gut. Der kleinste Flügelschaden in Monaco geht immer noch super. Zumindest jetzt mit den Reifen jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie die hart dann sind. Vielleicht nochmal ein Überraschungsangriff. Aktuell wären es gute Punkte fürs Team. Das wären sehr, sehr gute Punkte. Die dürfen wir nur nicht verspielen jetzt. Einfach schön das Rennen nach Hause fahren heute. Wie viel Geduld brauchen wir? Ja, Chef. Das ist nur das Problem, dass jetzt wahrscheinlich auch die Vorderreifen so langsam schmelzen. Ja, Chef. Undercut. Früher Boxenstopp auf Hard. Oder wie machen wir das jetzt? Das wird natürlich umso schwerer. Jetzt wird es umso schwerer, an Norris vorbeizugehen. Jetzt untersteuert das Auto langsam in den schnellen Kurven sehr ekelhaft. Alonso ist noch nicht weit weg. Alonso ist nicht weit weggekommen. Bisher immer noch DRS gegen Norris. Es war noch niemand in der Box. Da wären wir gerade der Erste, wenn wir jetzt reinfahren würden. Ich schätze mal, dass wir die Reifen wirklich bis zum Anschlag fahren müssen hier. Noch so nah dran, Mann. Ah,
Und das reicht wieder nicht. Das ist doch nicht zu fassen. Alonso wird langsam. Das vordere Feld schwächelt. Was brauchen wir denn für einen Abstand? Wir brauchen sehr viel Abstand, wenn wir da jetzt nicht mitten im Feld rauskommen wollen mit dem Boxenstopp. Brauchen wir recht viel Abstand zum Rest des Feldes. Also, ich schätze mal, mit dem frühen Boxenstopp gewinnen wir da eigentlich nicht viel. Und da kommen wir zu schlecht raus immer. Und Norris, der deckt immer ab. Der deckt immer hier die Kurve ab. Junge! Yes, boy! Good job. Nice overtake. Das war aber mit dem Zahnstocher durchgezirkelt. Das Geduldsspiel hat ein Ende. Da hat er doch einen Fehler gemacht, hoch zur ersten Kurve. So, und jetzt einfach safe mit den Reifen haushalten. 45%, das ist super ekelhaft jetzt. Wir rutschen da fast schon an die Leitplanken ran. Das war super, super krass eng, aber Norris hat mitgespielt. Also man muss halt schon sagen, die KI kämpft voll fair. Also da hat Norris halt gesehen, da sind wir nebendran, da kann er nicht einfach reinziehen. Ja, aber die Reifen sind jetzt echt wirklich richtig im Eimer. Da kann Norris halt voll dranbleiben. Der Flügel macht es jetzt halt nicht besser im Moment. Ja, schauen wir, wie Norris da, der will da fast schon wieder vorbeigehen. Wir müssen direkt mal nach Chef fragen, was los ist, was wir machen jetzt. Alonso ist da schon wieder sehr weit weggefahren. 3 Sekunden fast. Runde 21. Junge, wie lang sollen wir denn hier draußen bleiben? Runde 21 ist planmäßiger Stopp. Jetzt rutschen wir nur noch hier rum. Hinterreifen, die schmelzen komplett weg. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass wir zu lang draußen bleiben und nochmal ein Flügelteilchen fällt. Oh, Norris bremst da ein bisschen zu spät. Ja, ich schätze mal, jetzt verlieren wir sehr viel Zeit. Ja, 4 Sekunden jetzt auf Alonso. Ich glaube, wir müssen jetzt rangehen. Nächste Runde. Wir pushen jetzt die Runde nochmal einmal. Oh, das wär richtig, richtig früher Stopp jetzt. Ja, wir müssen jetzt gleich reingehen. Also der Flügelschaden. Oh, wir haben gelb. Oh. Norris hat einen Motorschaden. Nicht im Ernst. Der Kollege, der uns jetzt hier die ganze Zeit aufgehalten hat. Während diesem Rennen. Der scheidet jetzt aus, oder was? Also der Flügelschaden macht extrem krasse Abnutzung jetzt. Und wir gehen jetzt auf die Hardreifen. Hardreifen, let's go. Wir lassen den Flügelschaden aber nicht reparieren. Wir versuchen das mit Ferrari-Strategie durchzurocken. Weil jetzt haben wir zu arg, rutschen wir zu arg an die Leitplanken ran sonst. Aber krass eigentlich, dass der Flügelschaden nicht durch eine Leitplanke kam, sondern durch einen Fahrzeugkontakt. Ja, jetzt sind wir zu langsam. Flügelschaden nicht reparieren, rein auf die Hard. Und jetzt hoffe ich, dass wir da nicht voll im Feld rauskommen. Bitte, bitte, diesmal ein guter Stopp. Jawoll! Let's go! Okay, das ist jetzt ungünstig. Das ist jetzt etwas ungünstig. Jetzt waren wir halt der Erste jetzt hier in der Box.
erster Kandidat in der Box. Und direkt Hartreifen. Nicht auf Temperatur. Und jetzt sind wir hinter den Williams. Das ist super dumm. Das ist super dumm jetzt. Wahrscheinlich werden die jetzt in zwei Runden erst reinkommen. Wir müssen jetzt eigentlich pushen. Eigentlich müssen wir jetzt pushen. Aber Albon ist schnell, also die Medium-Fahrer sind doch flott noch unterwegs. Auch wenn die Reifen schon ein bisschen Alter haben, ist die KI immer noch so schnell auf den Reifen hier. So, wo ist Hauger? Hauger ist jetzt vorn. So, einen Platz machen wir wieder gut. Magnussen ist in der Box. Geht's nochmal einen Platz vor. So, ERS werden wir uns aufsparen. Das werden wir jetzt nicht benutzen. Weil das bringt uns jetzt eh nichts. Solange die hier nicht in der Box waren, haben wir keine freie Fahrt. Wir müssen jetzt, wenn Gasly in die Box fährt, dann gilt es zu pushen. Dann müssen wir. Oder Alonso. Ich schätze mal, Alonso werden wir wahrscheinlich eh nicht kriegen. So, Albon können wir auch noch nicht holen. Da reicht die Performance auch noch gar nicht vom Auto. Aber nah genug wären wir dran, wenn wir jetzt hier auf den DRS ins DRS kommen. Frage ist, die werden zwei Runden noch, Minimum. Die beiden Williams sind auf der gleichen Strategie. Ah, doch. Biegt ab. Okay, perfekt. Perfekt. Wieder ein paar Plätze vor. Auf geht's. Bin mal gespannt, wann kommt Gasly rein? Kommt Gasly jetzt auch zum Boxenstopp? Sargent werden wir jetzt überholen. Der ist super langsam. Super, super langsam. Keine Chance. Nicht mal gegen den Williams kommen wir an. Komm jetzt auf Startziel. Ja, das kostet sehr viel Zeit. Ja, Stopp war zu früh. Der war ein bisschen zu früh, aber Sargent geht jetzt in die Box. Nochmal der S. Stroll, an Stroll gehen wir vorbei. Also Punkte müssen es halt auf jeden Fall werden. Das ist halt die Voraussetzung. Das haben wir Hauger. Hauger voraus. Und der ist auf den Hartreifen. Absolut nicht gut. Absolut blöd jetzt. Das ist absolut blöd. Hauger muss noch in die Box. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt einen strategischen Tausch machen. Wir müssen jetzt einen Tausch machen, Mister. Mister. Nur kein Teamkollegen-Crash mehr. Wir werden auf Startziel den strategischen Tausch machen. Halt uns da nicht zu lang auf. Wir kämpfen um Punkte, Mister Dennis Hauger. Jawohl, danke. Strategischer Tausch. Oder auch nicht. Doch.
Strategischer Tausch. Wir sind auf der 9. Ist jetzt gerade Piastri dadurch vorbeigegangen? War Piastri vorher... Nee, der ist auf den Harald losgefahren. Kann das sein? Kann das sein? Sind wir direkt hinter dem McLaren. Norris haben wir quasi hinter uns gelassen. War es doch nicht so schlimm, dass wir so viel Zeit verloren haben. Aber Alonso ist 7 Sekunden weg. Das ist jetzt halt blöd. Also gegen Alonso hat es nicht geklappt. Also Alonso war halt auch schon in der Box. Mit dem kaputten Flügel. Das ist halt echt im Vergleich zu Alonso halt wahrscheinlich viel zu langsam unterwegs. Carlos Sainz und Piastri geht rein in die Box. Jawohl, das ist sehr gut. Und da ist Gasly. Gasly überholen wir. Hauger ist erst in der Box. Perfekt. Perfekt. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 9.8 seconds. Wir sind auf der 7. Das wäre ein extrem starkes Ergebnis. Aber Gasly mit den Medium-Reifen. Zehn Sekunden auf Alonso. Habe ich DRS vergessen? Oh, Gasly wird zu schnell sein. Gasly können wir wahrscheinlich nicht stoppen. What? Gasly fährt hinten rein. Gasly ist einfach kurz hinten drauf geballert. Richtig weggeschoben. Ne? Einfach. Du bist einfach da richtig weggeschoben. Ich glaube, ich spinne. Wir haben ihn so zu langsam. Haben wir so arg zu langsam. Ja, wie er gleich wegzieht. Abartig. Ist direkt schon 1,8 Sekunden weggefahren. 2 Sekunden. Also müssen wir froh sein, wenn wir da den 8. Platz vielleicht halten. Kein RS, keine Batterie mehr. Und je älter die Reifen werden, umso schwieriger wird es jetzt halt noch, mit dem Flügelschaden das Ding über die Distanz zu retten. Sekunden. Gasly gibt richtig Gas. Okay, so the gap to the car ahead, 1.8 seconds. Joe 1,8, aber auch auf Hardreifen, das heißt, den müssten wir abwehren können. Das kommt da hinten, stimmt. Krass, das ist echt ein spannendes Monaco-Rennen. Ich hab nicht gedacht, dass es irgendwie so eine enge Kiste wieder wird um Punkte. Wo sind wir losgefahren? Platz 9, oder? Platz 9 war es, glaube ich. Also Safety Car hatten wir halt bisher noch gar nicht. In der Saison. Boah, es geht immer näher an die Leitplanken. Also Monaco ist schon ein echt krass langes Rennen. Monaco 50% Rennen ist schon hart. Das ist so gefühlt wie Singapur.
mit den Red Bulls passiert? Gute Frage. Also Max Verstappen ist ausgeschieden, aber was Perez gemacht hat, von wo ist Perez gestartet? Weiß es gerade jemand auswendig? Startaufstellung haben wir ja durchlaufen lassen. Max Verstappen ist in Führung liegend, glaube ich, sogar ausgeschieden mit Motorschaden. Ja, Joe wird jetzt ins DRS reinkommen. Das ist jetzt halt gegen Ende des Rennens. Lässt der Black Panther nach. Motorleistung ist nicht, Aerodynamik ist nicht, Flügelschaden ist ja. Gap to the car in front is 2.6 seconds. Will nicht mal 25%. Bin auch schon 100% gefahren, Monaco. Iga. Auch schon. Das war auch crazy. Mit paar Mal Regen zwischendrin. Ja, Joe ist jetzt im DRS. Kann man gar nichts machen. Nur nicht die Punkte, die letzten Punkte verlieren gegen Perez und Joe. Das wäre so, so blöd. Die Frage ist, kommt Perez jetzt an Joe ran? Ah, der ist schon da. Der ist schon da. Oh, wie schnell ist Gasly bitte, ey. Perez ist von 2 gestartet. Was hat er denn gemacht? Krass, es sind noch über 10 Runden. Über 10 Runden hier mit diesen Hardreifen das Ganze über die Distanz zu bringen. Ja. Muss gehen. Aber ich denke, dass wir vor Ort Show das behaupten können, wenn kein Fehler passiert. Also Gasly, habt ihr gerade gehört, halbe Sekunde pro Runde. Der ist so viel schneller mit seinem Alpine. Na, gegen Ende der Renndistanz wird es echt zäh. Da ist das Auto nicht gut. Das Auto liegt dann nicht mehr mit den Hardreifen. Es ist nicht mehr gut zu fahren. Okay, es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Perez von der 2 gestartet wäre. Das hätte ich nämlich anders in Erinnerung irgendwie. Bitte fahr heute nicht hinten rein. Joe, fahr nicht hinten drauf. So, 10 Runden, let's go. 10 Runden. Und bitte kein Motorschaden. Kein Motorschaden, bitte. Mehrere Klopfen hinten an, ja. Oh, sehr, sehr viele Autos, die hier hinten anklopfen. Also, jetzt sind wir halt die Blockade für den Rest des Feldes. Ich würde schon gern die Punkte mitnehmen. Bisschen absetzen. Von Joe raus aus dem DRS fahren. Richtig draufdrücken, jetzt ordentlich Batterie gespart. Jetzt einfach anfangen, früh genug einzulenken. Je früher man jetzt in die Kurven einlenkt, umso besser jetzt. Mit dem kaputten Flügel sowieso.
auf den Hardreifen. Neun Runden. Wir machen uns breit. We're starting to catch the car in front, but we need to look after the tires. We won't be making another pit stop. Also Joe ist ganz knapp aus dem DRS raus. Ganz, ganz knapp. Nicht stark ist der kaputt, nur ganz leicht. Ganz, ganz leicht ist er kaputt. Aber es reicht schon. Reicht schon, dass man krass viel Abnutzung drauf hat. Perfekt getroffen, die Schikane. Es ist noch 9 Runden Fokus. 9 Runden Fokus und dann, wenn wir das Auto heile ins Ziel bringen, können das die ersten Punkte sein. Und das in Monaco, das wäre krass, das wäre richtig, richtig gut. Und Dennis Hauger ist, glaube ich, wieder auf den zweitletzten Platz zurückgefallen. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja, Perez kommt da nicht vorbei, Moment. Perez ist da, hängt da hinten drin. Perez nur 10. Das ist ein richtig, richtig schlechtes Wochenende für Red Bull. Ein richtig schlechtes Wochenende. Und umso besseres Wochenende für Black Panther Racing. So, Reifen. 30%. Kriegen wir noch über die Distanz. Das ist jetzt halt einfach nur ein Geduldsspiel. Das ist jetzt Monaco-like. Jetzt haben wir niemanden vor uns. Gasly 4 Sekunden ist eigentlich kein Thema mehr. Außer Gaslys Reifen gehen zunichte. Joe, der kämpft sich immer so ein bisschen ran. Immer so ein bisschen rein ins DRS. Schaff's dann doch nicht ganz. Ja, doch, jetzt ist er drin. Joe müssen wir auf jeden Fall abwehren. Wenn wir Joe nicht abwehren, Perez können wir auf jeden Fall nicht aufhalten. Wenn Perez jetzt an Joe vorbeigeht, der hat die Medium-Reifen. Ist auch noch auf den schnelleren Reifen. Oh. Super unter Druck. Wie viele Autos da hinten kommen. Das halbe Feld ist da hinten dran. Leute. Wow! Das war die erste Berührung mit der Wand. Wir schreiben Runde 32. Wir haben das erste Mal die Wand gestreift. Hoffentlich bleibt das einzige Mal. So, ciao. Oh, das muss reichen, komm. Wir müssen das Auto über die letzten Runden retten. Über die letzten Runden. Wir waren wieder aus der Sekunde rausgefahren. Es ist nur jetzt eine Frage der Zeit, ob wir es jetzt über die Distanz. Aber ich verstehe auch nicht, was Perez macht.
warum der da so gechillt auf dem 10. Platz rumhängt. Der wäre mit Sicherheit deutlich schneller, um da vorbeizugehen. Also der ERS werden wir es nur einsetzen, wenn Joe zu nah ist. Und wenn die Batterie voll komplett aufgeladen ist. Dann werden wir ERS benutzen. Das wird so eng. Wir sind alle so nah dran. So jetzt. Nicht mehr viel Runden, Chat. Nicht mehr viel. Einfach nur ein Geduldsspiel. Geduldsprobe. Aber so lange noch durchhalten. 35. Runde von 39. 40% Abnutzung. Lass das retten. Also man merke, oder man vermerke bitte, einmal die Wand touchiert in diesem Rennen. Einmal leicht die Wand berührt, einmal die Bande berührt haben wir. Und der Flügelschaden war nur wegen diesem dummen Kontakt mit Norris, der sehr, sehr dumm war. Sehr, sehr dumm. Boah. Komm, ein paar Runden. 36 von 39. Ja, ich weiß, Chat. Einziger Auftrag, ist jetzt nicht in die Wand zu fahren, nicht in die Leitplanke zu setzen, das Auto. Weil jetzt schreit das Fahrzeug nach Hilfe. Hilfe, Reifen sind tot. Reifen sind runter. Wir rutschen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Batterie wir jetzt uns aufsparen müssen. Immer so viel, dass Joe nicht im DRS ist. Mehr will ich nicht an ERS raushauen. Und Gasly ist 3 Sekunden. Gasly schwächelt. Kann es sein? Gasly schwächelt. Aufgeholt auf Gasly, oder? War Gasly nicht 4 Sekunden weg? Auf dem Medium. Gasly auf dem Medium verliert ein bisschen Zeit, aber das wird nicht reichen jetzt in den letzten Runden. Und Joe im DRS-Fenster. War wieder ganz knapp an der Leitplanke entlang. Zwei Runden noch Konzentration dann. Und dann haben wir die ersten Punkte, komm. 2,8, ich glaube, das wird nichts mehr.
Selbst wenn der jetzt richtig eingeht, selbst wenn die Reifen von ihm jetzt richtig schmelzen, vom Gasly, sind wir da mit den harten Schlappen zu langsam. Wir müssten ja quasi in der letzten Runde dann auch noch überholen. Und das wird eher schwer. Aber es ist echt interessant, wie Joe immer die Sekunde hat. Immer der gleiche Abstand. Alonso ist krass. 30 Sekunden. Jetzt hat er wieder 3 Sekunden, der Gasly. Ich weiß nicht, was da los ist. Kommt noch eine Runde, jetzt zweitletzte Runde. Wir überleben. Wir überleben es noch. Monaco 50%. Das ist so dermaßen stark anstrengend. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Ja, wir haben noch genug Sprit. Wird gleich noch easy. Boah, Joe geht die Attacke. Last lap. Last lap. Letzte Runde. Okay, you just started the final lap of the race. Final lap. Jawohl, das hat er echt. Perez hat Joe geholt. Perez ist 9. jetzt. Junge, wie konnte Joe das machen? Perez nochmal durchlassen. Charles Leclerc gewinnt. Charles Leclerc. Durch den Ausfall von Verstappen. So, und wenn wir das haben, den 8. Platz, dann können wir ein paar Kreuze machen, Junge. Punkte. Das sind Punkte, Leute. Das sind die ersten Punkte. Das sind die allerersten Punkte in dieser Saison. Ein paar Kurven noch haben wir. Letztes Mal Hafenschikane. Da ist Perez. Perez im Rückspiegel. Fahr uns bloß nicht hin drauf, Perez. Okay, so the gap to the car ahead, 4.9 seconds. Nochmal abdecken. Oh, lol. Junge, was macht der Perez auf einmal? Auf der letzten Geraden, kurz vor Startziel. Okay, pick up rubber and bring Heimsieg, Leclerc. Heimsieg, Leclerc. Eine einzige Berührung mit der Leitplanke gab's. Eine Berührung. Und ein das Crash, war's. Leider. Das ist der Sieg hier in Monaco und das mit ein Crash mit Norris. Leistung, auf die man noch jahrelang stolz sein kann. Stark. Sehr gut. Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich Boah. Gemacht? Das war wirklich am Anschlag, die letzten paar Runden. Die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen. So, Leclerc, lass mal kurz aufs Podium gehen. Sehen wir den berühmten roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Ein Weltklasse-Sieg. Wenn Leclerc hier schon mal gewinnt. Team. In Monaco. Vor beiden Mercedes. Einmal kurz die Wand geküsst, aber nur ganz leicht. Nur ganz, ganz leicht gestreift. Sehr gut, Leclerc. Heimsieg. Perfekt. Oh, Leute. Geil. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Der Führende der Meisterschaft bleibt weiter an der Spitze. Aber okay. Seine Konkurrenten haben heute an Boden Was gewonnen. Was war die schnellste Runde? Also Stefan, wer ist für dich Fahrer des Tages? Für mich ist das heute Mr. Monaco. Viel gekämpft, Mr. Monaco. Unglaublich schnell gefahren und insgesamt eine super Leistung abgeliefert. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. Ja, ja. Ein weiteres Team, das... Danke, Schmutze, für die 5 Grazie, Euro. Grazie, ragazzi, grazie. Grazie.
Guter Start war's. Sehr gutes Rennen. Gut, 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 gut. Sehr, sehr schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber Verstappen, der mal wieder so viele Punkte wegschmeißt. Rangliste, Max Verstappen führt noch mit 12 Punkten Vorsprung. Vor Perez, dann Sainz auf 3, Leclerc, Hamilton. Und durch die beiden Punkte jetzt hier, beziehungsweise 4 Punkte. 4 Punkte haben wir geholt. Deshalb sind wir auf Platz 12 in der Fahrermeisterschaft. Ist das nicht nice? Dennis Hauger ist leider letzter. Und wir springen auf Platz 9 in der Gesamtwertung. Mit Black Panther Racing 4 Punkte. Haas auch 4 Punkte. Alpha Tauri nur 2 Punkte. Interessant. Alpha Tauri war eigentlich am Anfang der Saison auch ziemlich stark, die ersten paar Rennen. So, okay, perfekt. Wir gehen weiter zurück zum Hauptquartier. Mr. Monaco holt die ersten Punkte. Wir gewinnen ein paar Pünktchen im Duell gegen Nico Hülkenberg. So schaut's aus. Oh mein Gott. Das heißt, unser Sponsor zahlt uns wieder Geld. Warte mal, wir haben 14 Autos überholt. Wie haben wir 14 Autos überholt? Wie haben wir 14 Autos überholt? Ich check's gerade nicht. 1,5 Millionen haben wir Cash jetzt. 4 Punkte, ja, 10. Platz gibt 1 Punkt, 9. Platz gibt 2 Punkte, 8. Platz gibt schon 4 Punkte. So, dann sind wir quasi beim nächsten Stream, Leute. Sind wir dann schon bei Rennen 6. Jo. Krass, krasse Session heute. Vieles drunter und drüber gegangen heute. Leute, ich würde sagen, durch den Boxenstopp wahrscheinlich, ja, tatsächlich. Dann zählt das wahrscheinlich auch. Da war immer 19. Ah, ja, okay. Stimmt. Jo, Leute, ich wollte ja eigentlich ursprünglich am Sonntag noch streamen, aber da dieses Wochenende ist ja Kanada Grand Prix und der ist ja abends, der ist ja um 20 Uhr diese Woche. Deswegen, Leute, sehen wir uns nächste Woche wieder am Dienstag. Also ich habe jetzt vor, immer Dienstag, Donnerstag und Sonntag zu streamen. Das sind die 3 Tage, die ich mir so ausgesucht habe, um diese Karriere hier durchzuballern. Und ich denke, dass wir immer mindestens 2 Rennen fahren, auch nächsten Dienstag wieder. Und ja, hoffe, euch hat es gefallen heute, war echt richtig lustig, war cool, war sehr, sehr, sehr unterhaltsam mit ein paar coolen Rennen. Monaco direkt schon erledigt. Und dann würde ich sagen, Dienstag wieder gleich Uhrzeit, 19 Uhr wieder, schalte ein. Vielleicht auch ein bisschen später, muss ich mal schauen. Also entweder 19 Uhr oder 19.30 Uhr. Jo. Und jo, nächsten Liga-Races sind wahrscheinlich eh erst in 4 Wochen. Das heißt, wir haben noch genug Zeit, den Spaß hier durchzustreamen. Karriere, normale, fange ich vielleicht auch noch an mit Mercedes oder so. Und die nächsten Tage kommen noch Videos. Ihr werdet auf jeden Fall versorgt täglich mit ein paar Videos. Kameraperspektive wird noch hochgeladen und solche Sachen. Jo. Macht's gut, Leute. Danke fürs dabei sein. Danke an die Mods und ciao an alle. Und danke für den Support heute Abend. Schönen Abend noch. Tschüss.